Oh, es geht wieder los. Gehen wieder auf Reise, der Reihende. Und zwar dann mal in den Osten. Zu den Schlittzeugigen. Mal schauen, wie das aussieht dort in Thailand und Singapur etc. Wieder viel zu früh rein. Ja, nur also. Aber das Wetter ist dann nicht so, wie du gesagt hast. Ja, ja, gar nicht, aber am Donnerstag von selbst. Ja, Lani, guten Morgen. Oh, bist du bereit? Gut, geht schon los mit der Saufi-Fresserei, hast du gesehen? Büsse. Tipptopp auf dieser Ferie, hä? Ja. Ja, heisst sie dir? Hast du geschaut? Nein, wieder mal, nein. Nein, ich habe nicht durch. Ich habe nicht durch. Muss ich noch ein Sandwich machen, schau mal. Ja, das ist ja verrückt. Das ist die Fähre Lodi. Lodi ist auch eine Schwesterstadt von Konstanz. Wir sind im Fall hier nicht in Amerika, wir fahren auf der Autobahn in Deutschland. Sonntagmorgen. Halb elf, ja? Auch nicht einmal, wohl elf. Tipptopp auf der A8 nach München. Der Rai hockt da, ich weiß nicht, ist er da als Gefangener oder was? Irgendwie muss er warten auf etwas. Haben wir das Auto abgegeben in Freising. Und schon zahlt. Jetzt werden wir mit einem Büssli zum Terminal 1C geführt. Wir parken sie fliegen, hä? Tipptopp. Jetzt geht es mit dem Büssli, geht es jetzt vom Parkplatz am Flughafen. Etwa 10 Minuten Autofahrt. Eine Aussage von 3 Häftlingen, ja, verurteilt worden. Das ist 4. Wahnsinn, ja? Und keine Grundlage, ist nichts bewiesen. Das ist eben schon verrückt, weißt du? Dass so etwas möglich ist. Da sind wir jetzt schon bei den Emirates, wir sind schon bei den Arabern da. So, jetzt steigen wir dann ein, aber natürlich nicht da, wo man anstehen muss. Das ist nichts für uns. Halb Invalide. Nein, wir gehen jetzt da hinten, schau. Da ein C8. Unsere Maschine. Aber freundlich sind sie an dem Flughafen, das ist sensationell. Ali? Es ist brisant, he? Sensationell. Und dort hinten haben wir die Alpen da. Tipptopp. Jetzt geht es dann los. Jetzt sind wir auf der Zubringerpiste. Und dann hauen wir ab in die Höhe. Ein Pilot haben wir, einen Schweizer. Und eine von den Stewardess ist auch Schweizerin. Das ist wieder mal alles gut, ich komme gerade wieder aus der Schweiz. Der Rai ist am Studieren von dieser Technik hier in dem Flieger. Ein bisschen verrückte Sache. Aber bis wir dann in Dubai sind, hat er es auch begriffen. Gell? Dort hin ist ein Bar, gell? Da gehen wir dann auch mal. Wir haben wieder einen rechten Schwanzwind von 138 km pro Stunde. Sensationell. Ich bin ein bisschen müde. Dann schlafen gehen, eine anderthalb Stunde bis auf Dubai. So, die erste Etappe hätten wir. Wir sind jetzt gerade angekommen. Dubai ist 20 ab 11 Uhr Ortszeit. Die Nacht. Ja, jetzt sind wir wieder mit dem Lift ab und dann wieder führen und dann mit dem Zug und weiss Teufel was alles da. Das ist eine riesen Hurenhalle da, he? Ja, da tun wir uns jetzt ein bisschen verweilen da in der Lounge. Der Herr Ilg ist ja wieder am
Früchte genießen, Früchte genießen, weil er keinen Alkohol bekommen hat. Es ist jetzt morgen um 2 Uhr. Da kann man sich wunderbar verköstigen. Schöne Sache. Es gibt eine neue Wade, wunderbar. Frisch. Er hat wieder eine wahnsinnige Präsenz, um auf den Flügel zu kommen. Ganz verrückt. Hallo. Das ist jetzt Bangkok. Da musst du bis zum Gepäck 350 Meter laufen oder fahren. Immigration, 220 Meter. Kannst du schnell einen Sport machen? Bin ich schon eine halbe Stunde gelaufen. Du. Leck doch mir. Und der Reihe, wo einer geht, da. Danke. Ah, das ist so nett, die freundliche Leute. Schnaufen muss ich wie ein Grosser. Da. Ich hoffe, es liegt hinten drin. Das sehe ich nicht. Ich glaube schon, ja. Ja, so, jetzt geht es auf dem Flughafen in die Stadt von Bangkok. Da ist ein etwas los. Mittag um 12:30 Schön da. Geht alles ein bisschen schnell vorbei, aber muss ich gleich aufnehmen. Ich kann morgen nicht mehr ganz weg wieder zu Fuß gehen. Haben wir eingecheckt im Hotel. Zwitz im Kuchen in tipptopp. Das Zimmer ist in der Ordnung. Ja, das ist der gleich. Das ist das Shoppingcenter direkt bei uns im Hotel unten drinnen. Leck, mir da. Wir gucken oben ab, wir sind im 9. Stock, 26 Bett. Da kommst du alles über. Da sind wir wirklich gerade im Zentrum. Es sind ziemlich viele Träte, die da rumhängen. Ja, das nein. Da wieder so eine Kuppel da oben. Ja. Das ist wahrscheinlich denn der Friedhof von denen, die gebaut haben und kein Geld mehr haben. Der Hotel ist ein bester Lage für uns. Super Detail da. Und diese Batika-Wohnung dort oben. Das ist die erste Open-Air-Küche da. Das ist ja Wahnsinn, ja. Du, das sieht aus wie ein Spinnennetz, die Leitung. Jetzt wird es aber lustig. Der Sturm fährt mit uns umeinander. Das ist der, der dir. Da sagen sie immer, wir können nicht vorwärts. Läuft ja wieder ein Sauchock da. Ja, du Kurve. Ja, so, ja. Aber die machen direkt, dass sie lernen, ne? Wenn sie blau stehen.
als Bankkopf würde es nicht zählen. Da hat er geschrieben, Four-Wheel Drive. Hat aber nur drei Räder. Easy, easy. Also die Einkaufszentren hier werden schon gebraucht sein. Also. Schauen wir mal, wie der Dreckfarbe ist. Die haben Kochplatz geraut. Aber schön Farbe gibt es. Das ist glaube ich wie der unter der Brücke liegt, oder? Da ist gut, ja. Neue, nicht genau, neue Bus. Voll. Haben wir so einen schönen. Da, jetzt wären wir wieder da. Das ist der Eingang zu unserem Hotel. Ich komme dann rein, geh nur mal schauen. Der Rauchkammer sein hier oben. Die Lifte sind schon zwei Stück höher, gell? Das ist da deine Bank da. Die bestellen wir für heute Nacht. Ist ja gut, Rai. Ist einfach faszinierend, die Leute. Das ist faszinierend. Wie nimmt die Unterwelle? Ah, da hinten ist noch. Da hättest du da das Nachtessen. Schau, da jetzt. Kannst du essen, was du willst. Kannst du ausnässen. Hast du so eine Gasse? Hä? Ja, das ist gut da. Die Festzone von Bangkok. Das ist alles nehmen. Nur ist nicht sicher, ob du nachher noch lebst. Nein, nein, das ist nicht so schlimm. Hier oben wieder die Lift.
Richtung dort, weißt du, im Hotel? Also. Nein, meine Frau sucht eine neue Tasche, muss da noch fotografieren. Riesenauswahl. Du könntest Hosen kaufen, eine neue. Da wieder die Blumen. Nein, schon mal üben jetzt mit diesen Dingen da. Ich habe noch nie so gegessen. Hast du noch nie so gegessen? Der Hunger ist ja. Ja, ja. Jetzt habe ich ein bisschen von allem bestellt, weißt du? Aber immer nur eine Portion. Das loslassen. Da bin ich Ravioli. Ja, genau. Ja. Und dann ist noch mal etwas drunter. Schwein ist noch. Nein, das Schwein ist, ja. Und das ist Gemüse da für Biologen. Und das ist eine Ente. Die müssen wir zuerst essen, glaube ich. Und die hier, das ist eine richtige Arbeit, die du hier machst. Das ist auch innen. Das ist fast das Gleiche. Ich würde einfach noch nicht alle, ich würde noch zwei Teller lassen. Aber machen wir es nicht kaputt. Ganz ich muss sagen, es ist gut, auch wenn man halt mit nicht mit Gabel und Löffel essen, also nicht so ganz stilgerecht, wegen dem ist es gleich gut. Ja, aber du hast Sauerkraut. Ja, ja, ich tue lieber etwas essen, als wenn du das Zeug immer von der... Das ist im Hotel das Morgenessen. Tiptops Buffet da, alles drauf. Joghurt, Säftli. Müsli, Eierstation, dort hin, Omelettestation. Eier, glaube ich. Da meine Papaya. Hast du die Frucht oben gesehen, Rai? Das ist eine Sportstation. Der Herr Wildwetter, wieder am Essen, immer nur am Essen, du. Das Kunstholz. Kunstholz, ja. Dort hinten, schau mal, das ist Kranen, dort im Seekoppen. Ja, ja. Ja, da sind wir im Hotel, ich weiß nicht in welchem Stock. Ja, da sieht man wieder den Unterschied da. Das sind die alten Häuser, der Asylum Road, wo wir angekommen sind. Und im Hintergrund dann die riesen Kästen, die ein Bau sind. Du, da kannst du gar nicht aufschauen an diesem Bau. Wird dir gerade schwindelig, wenn du aufschaust. Ich werde mal ein Hotel nach vorne bis oben fotografieren, aber wird mir schlecht dabei. Mal schauen, ob ich bis oben komme. Da ist ein Vektor. Ja, da hört er nicht mehr auf. Yes, es ist noch. Oh. Das ist wieder für den Valo Reis da, die Tröte. Ich werde mal hier hinkommen, auf Wärmerdingen. Mal schauen, wie das geht. Zwei Attika-Wohnungen oder drei, nein vier. Vier Attika-Wohnungen da, wunderbar. Ah, das ist wieder der Krüppel da mit den Waldkönig, schau mal da hinten. Nein, aber wo wir eingestiegen sind. Nicht? Schade. Und wieder die. Jetzt ist es im Morgen um 10:30 Uhr. Ist aber schon ziemlich der Teufel los, hä?
Tageskarte gekauft, also mit dem Bandit fahren. Wir wissen aber nicht, wo wir dann wieder hinkommen. Keine Ahnung. Mal schauen. Du meinst, du bleibst bei diesen schönen Mädchen hocken. Aber die haben mehr Freude am, am Telefon anstatt an dir. Es ist wirklich schön kühl da drinnen. He? Da gibt es wieder eine neue Stadtbahnlinie. Da. Sind sie am Bauen? Eieiei. Schau mal, da eine Reihe da unten drauf. He? Ganz voll. Das ist eigentlich die Stadtbahn da, gell? Aber es ist sehr kalt drinnen, wahnsinnig da. Zum Reisen eine neue Freundin da, die da. Sieht niemand ohne Telefon, nur der Reihe, der hat keins. Das ist jetzt Siam, Station Siam, da heißt Thailand im Prinzip. Und wieder eine dort, ne? Ja, das ist schon der moderne Viertel da, he? Aber da jetzt auch, schau mal, das Fußmassage da unten. Das Rechtszentrum da wieder. Du, ja, ich finde auch, es ist ein Park irgendwie, und dort hinten sind alles Wohnhäuser. Du. Weg, und da ist. Da hat es kein Geld mehr gehabt, wahrscheinlich, hä? In jedem Bahnhof da ist thailändische Flaggen am Ende. Langsam gibt es Leute in die Züge rein. Ratatouille. Ja, da hast du den Bullen da. Gib Gas jetzt, gib Gas. Wir müssen mit so einem noch gehen nachher. Ja. Guck mal, die Kräne da hinten rein. Der Züchter. Mit zwei Trocken, mit zwei Seilen. Nein, nochmal. Du musst den aber nicht verlieren, gell? Du, der Zug ist einfach zusammengebunden, hä? Eh? Hey, Landzeit. Wir brauchen jetzt auch wieder ein paar Kubikmeter, glaubst du? Wir sind dumm im Rohr oben da. Als Denkmal für die Gemeindamme von Tegerwil. Ein sogenannter Riverwalk da. Ja, aber ich habe jetzt wählen, nicht heute Abend. Du bist in Glattensier. Ja, die Dinge, das ist Starbucks-Kaffee, das ist eine Sauerei, was die verlangen. Ja, auch sehr gut. Prüfer. Das Uwe grüßt aufnehmen bei der Daniel. Tipptopp, he? Schöne Verbände.
Tipptopp. Feine Bühle da, feine Bühle. Das sind Knoblauchzinken für den Werner Keller da. Heiland nochmal. Schau mal, tipptopp. Das ist schön, gell? Ja. Gut. Wunderbar, frischer Knoblauch. Da wäre etwas vom Raclette machen. Eieiei. Chili. Eieiei. Da haben wir etwas für die Erika. Ja, da ist wenigstens nicht so heiß, es ist schön schattig. Und verschiedene Chili da, schauen wir mal. Super, das sind die letzten Neubauten, die wir gesehen haben da jetzt. Du mit dem Bier, da hast aber dann wahrscheinlich Schwierigkeiten. Du musst nicht früher da an, ist auch schön. Das ist unglaublich, was der zücht. Oh, jetzt müssen wir wieder aussteigen, gell? Haben wir wieder verwünscht. Ja. Wir sind sausichen, oder? Da tun sie Fischen in diesen Kloaken da. Wow. Leck mir da. Das sind jetzt ganz faule Hunde. Wir sind auch faul, jetzt gehen wir ein bisschen liegen. Machen ein schönes Mittagsschläfchen. Der Draht in der äußersten Rolle, der geht zu unserem Haus. Ja, mit diesen Zimmermädchen ist nicht gut, he? In dem Nachmittag um 4 Uhr sind wir mal da gewesen. Das ist ja furchtbar. Ja, die sind, wenn sind wir denn zum Ding aus? Ja, 10, halb 10. Das ist jetzt ein kleines Shoppingcenter. Wie heisst es? MKB oder so? Oder MBK oder weiss der Teufel wie? Gewaltig, hä? 1, 2, 3. Echt, nochmal. Ganz verrückt. WC jetzt in dem Fall da, gell? Wenn du da mal musst. Schweizerland, Rado. Da hat es den Türchen und alles, der Leck. Also MBK heisst der Laden. Gibt es da die Links, würde mir jetzt auch noch gefallen. Ah, nein. Nur schönes Füdeli. Ja, yes, das ist Wahnsinn. Das ist der Bubifuhl. Der King von Thailand. Da sollte schnell mit durchkommen, oder? Das ist ja Wahnsinn. Da. Neue Chip gefunden hier für die Erika. Für nicht ganz 6 Franken. Da lohnt sich dann mit dem Flieger oder abends zu gehen. Oder? Dort dann im Laden zu Mittagessen oder zu Abendessen. Das ist noch gäbig. Und da hocken die Jungen da. Ja, und alle ein bisschen schauen, gell? Gut. Hast du auch noch brauchen zum Trinken? Ja, zum was? Zum Trinken? Zum Trinken. Ja, zum Schiessen kannst du es auch brauchen. Aber da ist wenigstens ein Apple Authorized Reseller. Das ist jetzt ein richtiger thailändischer Kitschladen da, ja. Das ist zwar verboten zum Filmen da, aber das ist mir gleich, ich tue es gleich. Aber hier ist gut in die Suppe da. Ja, gutes Süppli. Abwäschwasser vom Mittag. Ja, aber weißt du, es ist ja traurig, dass wir mit Messer und Löffel essen müssen. Ja, Giovanni hat das so willen.
Na gut, also. Er macht uns das Essen dort. Das ist japanisch. Ja, deine dumme Knarre. Der, der da ist, ist ein Schwab. Und das sollte man eben nicht. Man sollte freundlich sein da aus. Du meinst mit Holzstecken ist. Kein Problem, man nimmt die Hände dazu. Und das ist der Herr Wild, der kommt wieder etwas zu essen, weil mal ein schöner Tisch. Ja, und ein Ries oder? Ja, du. Ja. Einen Kaffee trinken. Das ist auf dem Tisch da. Das ist das teuerste, was es gibt in Thailand. Kaffee. Das ist ganz froh. Bier gibt es überhaupt keins. Ja. Und Kaffee ist teuer. Ja, das Bier haben wir immer noch. Und da, wenn es dann vibriert, dann noch einmal musst du gehen, gell? Ja. Und dann der Karre da. Ja, da noch ein kleines Dessert, ne, gell? Dessert und einen Kaffee. Und einen Kaffee? Right. Okay, also. Dann hören wir es dann noch einmal, gell? Dann gehen wir noch ein Bier. Das ist der Wahnsinn da. Wahnsinn! Jetzt haben wir gespissen, jetzt können wir wieder heim mit dem Tuk-Tuk. He? Kostet aber die Hälfte jetzt einmal, hat er gesagt. Es ist ein bisschen los jetzt abends hier. Da. Ei, 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 ei. Bist du weg? Bist du weg? Ja, ja, ja. Gut. Verrückte Sache. Das ist nochmal von der Lounge aus. Dort haben wir gerade den Mond, der vom Hochhaus hinten raufkommt. Ja? Das Haus da, wo sie nicht fertig gebaut haben. Da wo ein Ding ist. Da gibt's ja nicht. Angestrahlt wie verrückt. Wahrscheinlich, wenn sie es unbedingt einmal abhaben. Jetzt habe ich den Mond schön drauf. Du bist ja Vollmond, ist denn das wirklich wahr? Der erste Alkohol in Thailand. Ja, ja. Wenn du denkst, Mittag haben sie gesagt, erst um 5 Uhr, gell? Prost. Und dann erst das Original Thai-Bier. Singa. Jetzt ist Mittwoch am Morgen, oder? Am 9 Uhr, 4 vor 9 Uhr. Läuft langsam wieder etwas. Nein, einmal. Das ist schon zum Morgenessen, zum Mittag. Alle? Dem hat er das Pfiffen, hast du nicht gehört? Was meinst du? Dem hat er Pfiffen mit dem Pfiffen, hast du nicht gehört? Ja, oh, das ist jetzt. Das ist jetzt unser Boot, voll. Haben wir da Platz drauf? Oh. Dann kann es jetzt losgehen, du. Leck mir. Soll ich ein bisschen Gas geben? Ja, du, da wählt halt ein bisschen. Hey, das ist Sack. Sehen wir mal drauf, da ist tipptopp in der Fahrt. Ja, mit ja. Wenn man mit dem Fotografier geht, dann immer zurück. Na, wenn er? Santo, eh? Wow! Ja, das ist super! Hey, hey, Sally! Hast du gesehen? Das sind schon rechte Motoren, hä?
Nein, aber denken Sie, dass Sie beide zum Shoppingcenter an Robben haben? Ja, schauen mal daher, nicht immer in den Dreck hineinschauen. Ja. Ja. Einmal. Das sollte man auch zusammen denken, gell? Ja? Jetzt lädt er es hier rauf, ja. Oh, jetzt geht es dann gleich weiter. Hinten ist noch ein Schleusentor. Sekunden wartet er da, he? Heiliger Sack. Das ist der Pfeil. Das ist der Pfeil. Vogelkäfig da oben wieder, he? Ja. Ja, zum Kurven, he? Schau mal da, der Beton. Der Beton. Ganze Armada von Schiffen da, schau. Wow, 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 schau mal da, du. Schöner als Italien. Da stinkt, sag mal, da wohnen sie da innen. Da wohnen sie. Das sieht jetzt bei mir in der Garage aus, wie da, du. Siedlung, hast du gesehen? Die Brücke am Quai, du. Ah, da haben wir da noch Taxidienst gemacht, ne? Ciao. Das ist der Wahnsinn da, hä? Schleppen da. Oi, Sali. Oi, oi. Reise Bambus. Liegende Buddha da, hast du gesehen? Der liegende Buddha. Ah, da hin auf der Reihe. Aha. Hey, Dani. Ja, da sind auch schöne Hüsli da, gell? Badhüsli vom Mägeli. Mannebach. Nein. Aber kannst natürlich den Arsch nicht waschen mit dem Wasser. Nein.
Fernseh, Hans, hä? Fernseh. Das Budaix oder so. Wenn man halt wieder warten, bis diese Schleuse offen ist, dann kommen jetzt entgegen den und dann geht noch eine Häuser auf. Tipptopp. So, kommen sie da oder können wir dann gehen? Tipptopp. Ja, nicht spritzen, gell? Günstiger Verkehr da, du, leck mir! Da haben wir gestern noch ein Mineralwasser gesucht, da, im Riverwalk. Ich bin in der Bummipool und Zirikit. Das ist das Hotel, der Venus Summit Center Point. Geschirrwäsche da, aber nicht so rassig. He? Also das Besteck dort sie putzen. Aber ja, bis zu Abend ist sie dann auch durch, wahrscheinlich. Taxi Nummer 6718. Mal schauen. Darf ich nicht mehr als 500 kosten. Ich bringe nicht drauf, da hat es einen grossen Grind heute Morgen. Ja, wir haben zu wenig Alkohol getrunken. Ja, du, gell, effektiv. Kannst du ja. Nicht sagen, dass wir uns übertrunken haben, hä? Nein, gar nicht, nein. Nein, wir sind sehr gut beieinander. Ja, ja. Tipptopp. Gesund, wie verrückt. Ja. Die Straße ist alles im ersten Stock gekommen. Autobahn, man muss zahlen. Aber ein furchtbares Marktraum. Sieht man kaum raus. Hast du das Zugang? Ja, musst du schauen. 14,55. Okay, genau. Schau mal, da ist wieder. Das ist jetzt der andere Flughafen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt um 12:30 da. 2:55 fliegen wir. Wir haben schon eingecheckt. Wir sind die Ersten, die wir eingecheckt haben. Ja, das ist nicht so ein kleiner Flughafen, wenn ich meint habe. Riesig. Der Rai hat wieder 19 Mal gegessen. Er hat gesagt, er könne nicht immer so viel essen. Und der Kump ist aufgestanden. Flughafen raus, muss man schon wieder abhocken, Bier trinken, essen. Das ist wahnsinnig. Es ist aber noch weit zum Laufen. Doch ist schön da hinschauen. Jetzt geht es in der Fall wieder los. Filmen. Ja, jetzt geht es los langsam. Hast du jetzt ja. Dann gebeten heute Abend? Ja. Einzige Sache ist intelligent. Ich habe wirklich eins da. Jetzt habe ich mal eine verwünscht, die gebeten. Ah, er hat geschmunzelt, wenn er die hübsche Mädchen sieht. Ja. Ja. Tipptopp. Jetzt hoffen wir nur, wenn ich das nicht. After all, ladies and gentlemen, on behalf of Thai Smile, Captain Bolachai and all the crews would like to welcome you on board Thai Smile Flight. WE-281, bound for Phuket, and today flight. Das ist der Tom Wang Airport von Bangkok. Von außen kann man nicht filmen. Es hat viel zu viel Smog. Aber ich kann ja den Herr Riet hier mal wieder aufnehmen. Und die Zeitung studieren. Die Top-Sachen gibt es hier zu denken. Also jetzt haben wir hier von der Avis einen automatischen Toyota bekommen. Und wir müssen jetzt halt mal lernen, links fahren. Und müssen die richtige Straße finden.
Mal schauen, dann werden wir schon schaffen, oder? Schellen und halten und jügen und leck doch mehr, weißt du, da oder? Pass auf. Aber wir sind richtig verkaufen. Patong Beach. Das ist super. Da können wir nicht mehr viel falsch machen. Aber weiter lieber her. Ich will mit dem da vorne gehen, aber ich habe keinen Platz mehr gehabt. Ich muss ein Mietauto nehmen. Schau mal da an, du. Kopf da wieder mal. Männlein und Frauen, alles zusammen. Da haben wir gerade den Berg überquert. Die Passhöhe ist vorbei. Es war ein bisschen eng, aber wir haben es geschafft. Es ist endlich etwas Farbiges da. Pamera Beach. Ist da? Ist der Deckel? Das ist Kokosnussmilch. Herr Wild, den musst du gar nicht wegnehmen, den Deckel. Kannst du einfach trinken. Ist das gut? Ist gut, oder was? Ja, ja, ja. Gut, und du hast ein Bierchen. Also nach einer längeren Fahrt bei der Raschauer und zweimal über den Berg sind wir jetzt halt doch angekommen. Es ist zwar ein wunderbares Hotel, aber jetzt haben sie gemeint, ich müsse mit dem Rhein im gleichen Bett schlafen. Jetzt hat sie uns gerade ein bisschen den Ärmel reingenommen. Sie mal korrekt reklamieren, gell? Hast du einen Blick morgen da zum Bett aus, hä? Hei, hei, hei. Au, und dort vorne ist der Strand rein. Müssen wir schon schauen. Schön. Hei, hei, hei. Schöne Dächer da. Und da ist das Schwimmbettli. Hey, hey, schau mal da hinten. Das sind die drei Häuser, wie wir gesehen haben. Schau. Auch wenn da alles ohne Lift ist, dann spinnt es. Sieht man, wäre gross genug. 67 Quadratmeter hat es. Aber der Löhli von einem Architekt hat so viel Scheißdreck gemacht da innen. Das ist ja furchtbar. Da, schau mal, da die Schwelle, da bin ich schon fast drüber gehalten. Und im Badzimmer hat es eine Dusche. Die Dusche ist monströs. Und das Badzimmer eigentlich auch. Aber das WC ist, ich glaube, 80 cm breit. Nein, 70 cm breit. Wahnsinnig. Kompletter Seich. Ja, da ist hinten raus. Jetzt sind ein paar Tröten. Ich glaube, da sind jetzt Tiger und Elefanten da in dem Kaibenwald. Jetzt müssen wir halt hier Stegen ablaufen, weil es keinen Lift hat. Das ist eine Sauerei. Ja, nun. Da hat der Reis das gesamte Jahr diese, die den letzten 20 Jahren verarbeiten lassen, zu Sessel. Ich komme gerade rein. Vom Frühstück aus, da. Das ist Morgenbuffet, das ist wirklich eine super Sache da. Und da hat es ganz scharfe Sachen da. Da. Sepp Gärtner ist wieder etwas für die Erika. Ganz gut ist das. Er hat ihn noch Schiss zum Aufstehen.
jetzt dort hin? Schöner Wald da mit den Palmen. Wirklich schön. Aber im ganzen Haus nur ein Lift über drei Stück. Also die hat gesagt, am Samstag 45 Stunden auf dem Flughafen lange, aber wir sollen da unten durchfahren, also nicht wo wir gestern gekommen sind. Zum Fahren musst du aber auf die andere Seite. Ja, du fahrst jetzt, hast du gesagt. Jetzt geht es denn los mit dieser Massage. Du. Ja, ja, das ist da. Ich gehe gut tauchen. Ja. Da müssen wir jetzt halten, weil da ein Elefant über die Straße geht. Gell? Aber der läuft ja gar nicht. Ja. Viel zu viele Arschlöcher jetzt oben. Dort vorne sind wir, gell? Jetzt zum selben Buddha rauf, möchte ich jetzt eigentlich noch. Mal schauen, ob man den findet. So, jetzt gehen wir mal den Big Buddha anschauen. Das ist der Zoberstopp auf dem Berg. Bist du der Big Buddha da? Ja, wahr. Schöne. Wenn Frauen alles etwas anlegen unten durch. Da. Das ist schon recht. Nicht so nächtig rumlaufen, gell? Hey! Ali, gut, machen wir das. Ja! Das ist ein echter Kerl da, hä? Und alle müssen durch ums Viertel herum machen. Schöne. Gell? Schade, ist so trüb. He? Schau, das ist das Feld dort, wo wir vorhin durch sind. Drei da. Du kannst Fußmassage haben mit Kokosnussschale. Kokosnussschale. So, betten. Da ist fertig betten. Jetzt lange. Ja, gut. Also, Schluss jetzt. Lange. Schuhe wieder anlegen. Brillantine auch nicht tun. Ich auch nicht. Da ist das nicht. Ganz gut. Der grinsen da oben, hä? Ja. Ja. Dort hin auf der vordersten Halbinsel sind wir die Hai, glaube ich. Gell? Da hocken sie auf die Elefanten rauf. Du kannst hier in den Wald rein. Da ist irgendwie ein Verladehafen da rein. Ölverladehafen oder etwas.
Wolltest du wieder befehlen, oder? Auf dem Bau? Thank you. Wir sind hier in der Arbeiterbaracke, gell? Ja. Nehmen wir das 9 in. Thank you. Das 9 in und dann müssen wir hier noch abrechnen. He? Hast du schon Ausmaß gemacht? Nein, aber ich weiß nur, an welchem Meter ich Salat habe. Dort, wo es am kältesten ist. Die gehen gerade Mittagessen da. Hey, alles gut. Du musst dir mal die thailändische Flagge gut anschauen, damit du nachher weißt, wie sie aussieht. Manchmal die Französisch. Ja, aber sie hat einen breiten blauen Strich und ja. Nachher einen weiß und rot. Mal ein bisschen filmen da mal. Man sieht, dass da etwas los ist. Ja. Das ist wieder eine typische Lädeli-Straße da, hä? Da sind wir in der Stadt Phuket. Sauber. Das ist der Fischereihafen scheinbar. So etwas siehst du, wenn du mit dem Segel unterwegs bist, glaubst du? Da hätten wir sollen kommen, wenn sie Fisch gebracht haben. Schmecken tust du es eben nicht auf dem Film, weißt du? Der Seebub von Ermatingen geht ins Meer. Muss sicher nicht führen, ist mindestens 30 Grad. Schau mal hier! Unser Hotel ist dort hinten im Wald. Es ist mit Grün und Rot. Brütende Hitze. Etwa 35 am Schatten. Bei der Sonne weiss ich nicht wie viel. Der Neptun kommt zum Meer aus, zum Wasser aus. Dort oben sind wir heute Morgen gesehen und den Buddha begrüßen. Wir schauen zwar auf die andere Seite ab, aber es ist gleich. Auch den Rücken kann entzücken. Wunderbar ist es zum Ball. Dort unten schwimmt der Seebub von Ermatingen. Aber ein bisschen langsame Züge macht er. Langsam, langsam. Ganz langsam. Hey! Mit der Schweinkern haben wir mal eine rechte Beiz gefunden, direkt an der Straße. Und erst noch ein Parkplatz hinter dem Haus. Wunderbar, schön, alles elegant. Also elegant. Anders als die hohen Gassenküchen hier, die da außen stehen. Es ist zwar noch nicht viel los, aber wenn man schön in Ruhe essen will, gell? Ja, 19 Mittag gehabt, das war. Das sind jetzt so Ringli. Wie heißt es? Wunderbar. Tintenfisch, Romana. Nächster Gang, das ist eine Cremesuppe mit Poulet und Crouton. Nächster Gang, der Reihe schmunzelt wieder. Spring Rolls.
Springer alles. Yes, und ich habe ein bisschen Enten. Enten bringen, schöne Enten nehmen. Jetzt habe ich vergessen aufzunehmen, dass du Kaffee bestellt hast und ich noch ein Dessert. Aber du gehörst jetzt in Grappa, gell? Gut, okay, ist alles klar. Dann können wir jetzt ruhig ins Bett. Heute ist noch fast schöner als gestern. Super Tag wieder, super Tag. Der Ilg meint wieder, er müsse in die Sonne hocken. Spinner. Hey! Tote Walfisch da. Dann hast du gut gebadet. Das ist ja, du hast eine Ahnung. Du. Ja. Meine Füße sind wunderbar. Ja, mir auch. Ich könnte das Feld abbrechen. Ja, ich habe gesehen. Da schöne Leute hier jetzt. Meine Nachbarinnen. Die schlafen auch. Die sind müde von mir anschauen. Die zwei sind müde von mir anschauen. Nein, ist schön. Alfred, der Gnüss. Neben diesen zwei hübschen Damen hier. Du musst langsam fahren, langsam. Und hinten hat es nochmal eine hübsche. Du musst ganz langsam hinten fahren. Ganz langsam. Ja, der Alfred weiss, was schön ist. Ich bin dir nicht recht, weißt du? Gell? Eilandsack, nur. Super. Da hauen sie mal. Meine Nachbarinnen, ja. Ja, musst jetzt du da vorne durchschalten, du Simpel. Ich muss schauen, jetzt machen wir den Kehl. Die landen genau dort. Ich sehe es nicht da drinnen, das Seich. Schön. Wir landen jetzt genau dort am Ufer. Ist aber nur noch hängen, nur noch ein dort. Ja, im zweiten dran. Der Züchter wieder. Nein, das ist tot. Das ist je nach dem Wind, ist bloß ja, ja. Da. Ja, der hängt aber komisch im Zeug. Ja, warte, so. Jetzt hält er den ab und dann tätscht er es runter. Ein bisschen sandige Grinde habe ich hier vom Schwimmen. Ein bisschen unterwegs, damit wir etwas sehen. Es ist zwar alles etwa der gleiche Hure Dreck. Das ist rot, oder? Du wirst halten. Immer wieder am Meer. He? Schau mal die Töpfe wieder. Das sind alles Badegäste wahrscheinlich. Ja, ja. Du lass, musst aufpassen, wir kommen. Das ist jetzt eine andere Brücke, aber ich weiß nicht, wo wir sind. Keine Ahnung.
Weißt du, ich hätte eine Idee rein. Vis-à-vis hat es einen Laden, wo man einen Gin Tonic überkommt. Da bin ich sofort dafür. Bist du dafür? Kannst auch zwei haben. Jetzt weiss ich, wo wir sind. Wir sind in Patong Beach. Nein. Das ist Patong Beach. Du bist wieder zufrieden, gell? Jetzt, wo es etwas zu trinken gibt. In der Patong Beach kommst du jetzt einen Gin Tonic rüber. Das ist ja ganz super da. Und ein Parkplatz haben wir auch noch gehabt. Oh, jetzt musst du wieder essen, siehst du. Ich habe nur ein Salötli und ein Süppli und ein Bierli. Und der Rai hat es. Flühlingsnolen. Das ist jetzt Patong Beach zum Auto aus. Weil es ist zu warm zum Aussteigen, gell? Und der Rai muss extra. Du kannst schnell heiraten da wahrscheinlich, hä? Ja. Von hinten? Von hinten? Ich habe von vorne fotografiert. Du musst aber draußen abtun. Ah, du. Das ist schön. Pizzeria, alles auf. Grill, Restaurant. Ja. Sauber, sauber. Wie heisst der Verkauf da? Kamala oder so etwas. Ja? Ah, Kamala. Das ist für die, die sich das Ding nicht leisten können, der Gin Tonic, die müssen Wasser trinken aus diesen. Übel. Kein Wasser. Ja, nein, da hast du wieder einen Scheissdreck angegeben. Aber nicht rechts. Ja, nein, ja, da weiss ich noch nicht. Mal schauen. Aber da unten rechts war im Fall nichts. Scheinbar. Gell? Mama's Kitchen. Ja, das ist noch gut. Haben wir da, das ist der Patong von hinten. Echte Mierde. Kannst du auslesen, was du zu Abend essen willst? Heute Morgen geht es weiter nach Singapur. Der Rai ist schwer am Pack, schwer. Hat zwar gestern Abend schon angefangen und nochmal dran. Sag, hat er heute Morgen 5 Minuten gemacht. Hat zwar lange nicht so schön eingekommen wie der Ilk, aber rassig ist gegangen, rassig. Das musst du denn machen, gell? Heute. Ja, ich bin parat, ich gehe jetzt. Langsam Tag jetzt, hä? Aber zum Glück hat es mal nicht so viel Verkehr. Samstagmorgen. Da ist wieder ein Schweizer Kreuz dort. Aber ich glaube, das ist eine Apotheke, das ist kein Schweizer Kreuz. Ja, ja. Hä? Ja, Brille drunter dort. Ja, der Kerl da. So, jetzt Benzin. Da siehst du wieder verlautert dort, keine Reklame da oben. Nicht, ja, ja. Der schöne Tempel ist umgeben von dort. Ja, Tankstelle, ja. Eh? 23,89. Das Auto haben wir abgegeben. Hat funktioniert, direkt angefahren. Super. Keine Verzögerung, gar nichts. Alles picobello. Das ist die primitivste Kontrolle, die wir bis jetzt hatten. Koffer schnell aufmachen, reinlangen und wieder zumachen. Das ist noch 2 Stunden vor Abflug. Aber man wartet schon schön da. Und der Rai tut meinen Koffer organisieren. Ja, das ist wichtig. Wahnsinnskontrolle. Phuket Airport. Nu, hure Durland. Ankunft in Singapur, 11:45 Uhr, respektive 11:45 Uhr, die Zeit hier. Ein Unterschied von einer Stunde zwischen Phuket und Singapur. Ah, der Herr Ilk aus Ermatingen kommt auch. Hoi, Sali. Ja, da ist ja, bist du gut gereist. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als in dem Kaiben.
Ding da, Thailand, ja? Ist ein bisschen zivilisierter da. Einmal. Wieder Linksverkehr, ey. Linksverkehr. Das ist aber ein Stück bis dort führen. Hi, dann haben wir wieder mal anstehen. Ja. Ja, nu. Es ist Samstag, wir haben Zeit. So, jetzt kommen wir langsam da ans Ziel. Mal schauen. Es sind zwar nicht viel im Moment, aber lernen wir jetzt, wo die Jungen waren. Tower 1 und 2. Mal schauen. Hat noch ein paar Leute drin. Nein, ich muss mal dahinter schauen. Hast du das schon gesehen? Nein. Leck, mal ein Pfütchen wieder. Das ist nicht schlecht. Ja, dank dem Stock schneller können wir einchecken. Wir haben aber Member Lounge. Member Lounge. Wenn wir noch einen Kaffee trinken, dann dort. Nein, ich kann einen Kaffee trinken. Das war der Service mit meinem Goldstock. Ja, ja. Nein, aber. Das ist halt schon etwas wert. Vor allem, bevor du eine Hurensauerei machst, wieder in deinem Zimmer. Hast du was gesehen aus? Ja, ja, das ist echt. Kann ich dann schon noch filmen. Ganz toll. Ja, obwohl aber nicht aussehen. Ja, das ist etwas anderes. Aber du, eine hohe Badwanne, da kann ich nicht reinsteigen. Das ist mühsam für mich. Au, oh, da ist noch Dusche. Das dann ist gut, drei. Dusche und Badwanne. Wir sind halt ein bisschen wenig weit oben, nur im 11. Stock, gell? Das Name. Aber ich glaube, das Bett ist recht gross. Echt warm da, hä? Ja, der erste Eindruck ist nicht schlecht. Ja. Der Hafen da vorne, du, ist auch noch recht, hä? Das ist echt auch der vorige Armierungsstall, den sie noch hatten. Ja, ja. Das ist schade, wir sind nur im 11. Stock gekommen. Das ist hinten raus, beim Hotel, respektive über der Zufahrt. Da sind wir mit dem Taxi reingekommen, da unten. So ganz mit da, der ist doch ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen ganz hoch für den Reich. Sauber, sauber, sauber. Ich glaube, die haben doch nicht alt, dass die da in Whirlpool hocken. Hey.
das ist eine schöne Höhe da, 57. Stock. Mal etwa 3 Meter. Fast 200 Meter im Boden unten rauf. Aber schwanzelt ein bisschen. Merkst du, wie Schwanz drei? Ja. Das dort ist jetzt so ein Dammrei, wo das Meer aufhebt. Genau. Da sind wir jetzt im 22. Stock. Jetzt müssen wir halt noch den Lift wechseln und dann gehen wir ins Elfi. Ist ein bisschen schwierig, aber wir finden es. Das ist im Basement von dem Hotel mit dem besseren Geschäft. Und wenn man da auf die andere Seite geht, dann ist gerade der Bahnhof von der Stadtbahn. Das ist das schönste Buffet, das ich je gesehen habe in meinem Leben. Allein nur hier Seafood, Seafood, Seafood. Alles jetzt. Ton, Lachs, Ding dort, Tintenfisch, Seepacker. Wenn du mit dieser Tasche rumlaufst, denken die Leute, du willst alles einpacken. Jetzt hast du kein Brot gefunden. Gemüse, nein, Salat und Früchte. Nudelstation. Station. Sensationell, einfach sensationell. Dort hin ist die Dessertstation, die man in einer separaten Gutachten. Zweiter Gang Salat, Aceto Balsamico und Ranchsoße. Der Herr Hild nimmt ein Süppli, ein kleines Süppli mit Crouton und Brot ist auch gefunden. Weiß ich. Ja. Der Reihe nimmt ein Sösele. Das ist das Dessertbuffet, da komme ich nicht ringsum. Da mache ich nicht alles. Das ist ja Wahnsinn. Dann ist da noch das Käsebuffet. Käse, Käse, Käse. Da hinten hat es auch noch Antipasti. Kapre. Marinierte Artischocken. Salami, Ei, da noch ein schwarzer Magen, Pork Tirin, das ist Nummer 4, das ist vom italienischen Pasta-Buffet, nein, Antipasta-Buffet. Du kannst auch Spaghetti machen lassen, wenn du willst, mit alles, was dort hat. Das ist, jetzt, das ist glaube ich, mein Abschluss, ich weiß noch nicht, aber vielleicht gehe ich dann nochmal, aber ich glaube es nicht. Also, jetzt höre ich endgültig auf der Reihe, gesagt, ich darf nichts mehr holen. Hat Früchte, mindestens 10 verschiedene. Granatöpfel, Andrine, alles. So. Kiwi. Leider, 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 leider müssen wir uns verabschieden von diesem sensationellen Buffet. Und da gibt es wahrscheinlich nur am Samstagabend. Super fein, ja. Aber vielleicht können wir dann nochmal auf Singapur mal schauen. Das ist jetzt Singapur bei Night.
Schön da. Es ist morgen um 8 Uhr. Sonntagmorgen um 8 Uhr. Du kannst mir denn nicht runter, gell? Wäre dann blöd, wenn du aber keinen würdest. Schau mal die Baustelle da hinten. Da ist ein Pilot da hinten. Ja, da läuft auch etwas, he? Jetzt hat die Hinterflut zu hoch. Ja, dort hinten nochmal, hinter dem Wald. Ja, hinter dem Wald nochmal. Da ist irgendein Tennisplatz, oder etwas. Ja, das ist kein Tennis, oder? Nein, das ist kein Tennis. Ist das Fußballspiel? Nein, ich muss schon ein bisschen bessere Frisur haben da, zum Fotografieren. Gell? Das ist ein bisschen Katastrophe. Ah, du meinst, ja. Du darfst nicht fotografieren. Da müssen wir jetzt über die Brücke kommen. Das ist der Canale. Genau gleich wie ein Dings in Las Vegas. Ich hatte wieder nicht mehr zum Staunen aus. Chanel, Hublot, Ulysse Nardin, Boucheron, Balsail dahinten, he? Balsail. Wo haben wir gebadet heute Morgen, rein? Leute in der Mitte. Den Übergang finden wir nicht, den Übergang. Das ist ganz verrückt. Da sind ja wieder 100 Meter dafür. Das ist gewaltig, hä? Hauptniveau meinst du? Straßenniveau. Auf der anderen Seite halt, ganz richtig. Ja, wir sind auf der hinteren Seite. Das sind auch wieder 200 Meter. Wie haben wir mal den aufzunehmen, den Turm da? Alle. Probieren. Es hat weiter weglaufen, aber es ist mühsam. Ich laufe hier in Singapur ganz frech über die Straße. Ganz frech.
oben gehen sie aber schon raus, hast du gesehen? Wenn man schon keinen Kaffee, wo man nicht morgen nehmen, man hat zwei Gin Tonic, gell? Furchtbar. Ich habe einen Spezi, weiß so. Und jetzt Kaffee. Meinst du, hier gibt noch einen Gin Tonic? Das hat schon gut, so einen Gin Tonic zum Morgen. Besonders wenn man den Schiesser gehört die ganze Nacht, gell? Es ist Montag, gell? Das ist unser Hotel von unten. 8 Stück. Aber jedes Mal einfach zurückgesetzt. Hinten ist das grosse Schwimmbad und da geht es ans Meer. Ja, da ist verrückt so etwas. Da ist ein Handy oben. Was kennst du? Am blauen Hals. Wenn wir zu Morgen gegessen, dann habe ich mein Eile geholt. Der hat mir jetzt seine Joghurtli geholt, gell? Zweimal hoch. Von mir aus kannst du gehen. Hey there! The tram will be here. Der geht ja noch drei Stationen. Ja, die nächste, wenn wir aussteigen. Gehen wir da rauf. Gehen wir in die Stadt. Jetzt sind wir auf dem Express, Sentosa Express. Beach Station. Wenn ich zahlen will, ist wieder alles wieder ein bisschen diesig. He? Dunstig ist es, dunstig. Schwarzfahrer Rilk, he? Ohne zahlen geht der wieder mit. This train is bound for Sentosa Station. Next stop, Imbia Station. This train is bound for Sentosa Station. Next stop, Imbia Station. Alight here to explore Imbia Lookout, a cluster of exciting attractions. Station. Next stop, Waterfront Station. Visit Resorts World Sentosa. Next stop, Sentosa Station. Leck, Mama. Leck, mein Pudi. Wir sind jetzt hier auf dem Niveau oben. Wir müssen 4 Stück haben.
Teststation Buena Vista. Und wir umsteigen hier. Ja, da ist auch wieder ein rechter Bau da, hä? Du solltest wieder hochschauen können, aber das kannst du nicht. Du kommst nicht bis auf. Ah! Jetzt Zuckerpapier abgeschlagen, jetzt trinkst du mal noch Coca-Cola. Geld mehr, Schluss. Geld, fertig, aus. Schluss. Das ist eine hübsche, die muss ich noch filmen. Ich würde sie gerne von vorne. Ja, heißt sie schon eine holen. Aber sie sollen mal nach vorne sich zeigen, wer gescheit noch. Jetzt läuft es mir davor. Wenn es schlecht ist, musst du oben schauen. Das ist interessant. Wenn es warm geworden wird. Ja, das könnte sein. Überall ein Knöpfchen im Bau. Ich glaube, ich liege jetzt genau da hin. Jetzt muss ich mal so ein Schiff da draussen schauen. Schöne Kutter. Den würde ich auch. Ja, dort oben. Ist halt schon die Sonne hoch. He? Führst du auch zu denen? Hä? Jetzt ist die Siesta vorbei. Jetzt gehen sie wieder auf die Arme sehen, wie der ist. Nein, einmal. Ja, die sollten jetzt aufstehen und wieder gehen. Amerika in Singapur. Da wissen wir wenigstens, wann wir rüberkommen. Das ist aber super gut. Das erste war billig. 5 Stutz pro Person. Super. Mein's Abwehr, hä? Das ist super hier. Da ist noch mal anständig gesessen. Zu einem günstigen Preis. Super. Kein Sprayer, nichts jetzt da. Ja, da können wir wirklich etwas lernen. Du. Aber sie ist jetzt halt gleich wieder nicht von den Fundamenten. Neblig ist es. Das ist alles, was ich sehen wollte. Und wie ums kann man wieder gehen? Fast nicht raus. Du musst nicht alleine gehen, du musst mit einer Freundin gehen. Das ist wieder ein Umsteigeplatz. Da hat es gerade 3 U-Bahnen, die zusammen kommen. Wir gehen jetzt auf die Nordostlinie zum Harbourfront. Jetzt geht es wieder aufs Inseli.
Da Pedale. Haben wir genug bei dem Metrofahren. Eben noch ein bisschen aufnehmen. Weißt du, musst du dann links rauf dort, gell? Es ist warm. Wahnsinnig warm, ne? Oh je. So viel will es in einer Frau eine Rolex kaufen, aber die kostet 40.000 Franken, 40.000 Singapur-Dollar. Da hat er gesagt, wir müssen ein bisschen schaffen. Ja, Switzerland. Hört er durch. Segway Station. Da könntest du mal probieren. Siloso Beach. For just our safety, please remain seated while the tram is moving. Thank you for your cooperation. Hey there. The tram will be leaving shortly. For your safety, please remain seated while the tram is moving. Thank you for your cooperation. Gut. Schon eine super Vegetation da, he? Alles was da ist. Und das ist natürlich gewachsen. Schöne Sache. Ja, sie ist dann nicht viel, müssen sie aussteigen. Hello, on beach. Southernmost point of continental Asia. Hey there. Kein Schwanz an dem Meeresstrand, eh? Hey there. The tram will be leaving shortly. For your safety, please remain seated while the tram is moving. Thank you for your cooperation. Rennfahrer da, schau da, ein Velo-Rennfahrer. We have arrived at Siloso Beach. This time. Schau, ein Lärm da. Super schön da, super schön. Da oben im 715 sind wir daheim. So, das ist der letzte Morgen in Singapur. Wir müssen langsam auf die Socken machen, dass wir wieder heimfliegen können. So, das ist die Rezeption vom Hotel Siloso Beach. Da geht es dann über Brückli und Zeug. Da geht es dann zu den verschiedenen Ebenen. Wir sind im 7. Wenn ich gerade abmache, bis um 2 können wir im Zimmer bleiben. Dieses Zimmer ist da hinten. Ich hab den Wasserball angefangen. Sehr von mir. Super. Ein Stück. Heute hat es einen Haufen Leute. Aber ich habe keinen Gang. Habe ich gesagt. Ich
Hau ab. So, gehen wir wieder auf Entdeckungstour. He? An meinem Geburtstag, selber Bahn. Bitte schön noch zum vierten Gabriel. Das ist etwas, oder nicht? Ein hoher Präsent, du, wir kommen noch früh genug. Ja, du. So, da sollten wir dann einsteigen. Ich habe keine Angst, oder? Gar nicht, nein, macht einen guten Eindruck. Und wem ist ich denn? Schau mal, leg mir, schau mal da hin. Ja, ja. Aber schwanzet halt ein bisschen, gell? Ja, das macht doch nichts. Schau mal, wie schön du da. Super Idee, Alfredo. Du setzt noch ein bisschen Öl dort. He? Wunderbar, da haben wir den Masten, der bei uns im Hotel. Mann, das ist die Kleine, die da rausgeht. Ja. Tut auch lange, wenn wir das gesehen haben. Das ist eine Doppelmeierbahn, so, so. Und da meine Rezeption. Ja, das Hotel da. Das ist es. Das ist jetzt die andere Seite. Da geht es Richtung Stadt. In dem Hafen hin, weil es denn los ist. Lauft nun in dem Hafen hin, weil es denn los ist. Meine sechs im Bündnerland da, du. Wahnsinnig, was die alles gemacht haben. Ja.
Tiger heißt er. Tiger. Kannst du auch rauf dort. Geht's nicht? Ja. Ist nicht fertig, du. Machen wir halt wieder retour, hä? Ja, schön. Hör mal, das ist durch wieder das Tanzlokal. So, und ist noch mal ein Bähnli, ja. Schön, Bähnli. Jetzt sehe ich etwas, was schief. 2014 ist die Bauerwart. Das ist ja noch neu, hä? Super. Ja, das hat gar nicht hier. Ja, wahrscheinlich im Bau. Hat ja, der Park ist noch nicht fertig gewesen. Wunderbar, die Natur da unten. Wunderbar, wunderbar. Oh. Das ist auch ein rechtes Hotel da scheinbar, ne? Ja. Im Hintergrund die Kräne, die kann ich gar nicht aufnehmen, mit dem Gegenlicht. Jawohl. Meinst du auch etwas, deine Fotos? Kappen wir mal dort. Wie geil. Unser Hotel da unten. Und der Strand, dort wo der Ilk nicht will baden, weil er könnte ein bisschen anderes Futter überkommen. Ja. Ja, das ist ja furchtbar. Aber da geht's, das ist tipptopp da. Super! Ist das Geld ausgegangen? Nein. Oder Leichhund oder kein Glas mehr gehabt? Sie los, wenn es am Boden geht. Da unten steht wieder: Habe einen schönen Tag. Siehst du? Have a nice day. Keine Leute. Fort Siloso, das ist wahrscheinlich der Superhotel da hinten. Das ist im Fall noch nicht der Flughafen, das ist nur ein Flüger, der dort schieben durch ist. Und dann noch ein Geburtstagsfoto machen. Von mir selber, siehst du. Ein Geburtstagsfoto. Da wieder eine Brücke auf die andere Insel rüber. Ganz ein schönes Rot, wo die es gekleidet hat. Ein ganz schönes Burgundy-Rot. Kann ich meiner Frau auch mal kaufen. Gut. Schau, jetzt geht der Alfred in die Rutsche. Ich hoffe, sie sei nachher noch ganz. Ja, super. Super machst du da. Yeah. Super. Du, und Rutsche ist noch ganz. Super, ist noch mal. Boah, leck mal. Das ist alles Quellwasser, was da haben. Bin war der einzige Swimmingpool in Singapur, wo mit Quellwasser und ionisiertem Quellwasser geschickt ist.
Papageienblumen oder so etwas sind da. Irgendwie da etwas, ja. Oh, jetzt gehen wir. Farbe stimmt nicht ganz da auf dem Film. Jetzt wäre schön Wetter und jetzt müssen wir verreisen. Das ist eine Sauerei jetzt, gell? Wir machen es dann schon selber. Jetzt gehen wir langsam. Es ist jetzt 2 im Hätte, nein, 10 ab 2, 20 ab 2, im 2 hätten wir müssen draußen sein. Die cleveren Schweizer haben jetzt den Koffer abgegeben, haben ausgecheckt und haben aber die Türe so offen am Zimmer, dass wir noch rein können. Und dann jetzt so ein bisschen Ruhe, bis wir das Zimmer machen können, gell? Super. Vielleicht können wir heute gar nicht das Zimmer machen. Ja, ja. Vielleicht kommen sie 5 Minuten. Am Geburtstag kann ich noch ein Mittagsschläfchen machen. Ah, ja, im ausgecheckten Zimmer. Das ist doch wunderbar, hä? Das tun wir dann nicht mehr, gell? Hä? Hat er doch gesagt, sollst deine Kamera immer um den Ranzen umhängen. Ja, Rai. Ja. Ist gar nicht so warm hier. Da 31,5 Grad und 31% Feuchtigkeit. Das ist gar nicht so voll. Bereit, dort studieren. Ja. Und ich habe da ein bisschen mit dem iPad geschafft, aber das ist furchtbar mühsam. Langsam, langsam, langsam. Das ist jetzt noch unsere Henkersmahlzeit, ein wunderbares Tomatensüppli. Gell, mit der Tomate concassée. Tipptopp. Und das Tiger Bier. Und auch Singapur, Bier, alles picobello. Ja, ja. Bleiben wir uns überraschen. Das ist da gerade hinter diesen Blöcken. Da sind wir gestanden. Hast du da raus fotografiert? Ich glaube, wir können gut. Da geht es etwas. Genau. Siehst du schon? Ja. Besser als du aufgenommen hast. Ohne Bäume davon. Ja. Ja, jetzt gibt es ja den Gotthardtunnel, den zweiten. Den ist ja ein anderes, gell? Ja, ja. Das ist noch recht lang, der Tunnel da. Ja, ja. Und die Dimension, das ist ja. Dann hat es da weiße Platten auch noch gemacht. Das sieht so schön aus. Eine andere Straße als im Bukett da. Ja, ist der A6? Ciao, thank you. Halbe Sydney, du, sind wir schon da. E-Check ist natürlich auch rassig gegangen. Business, zack, zack. 5 Minuten, fertig, alles. Ja, jetzt live weiter, weiss ich schon lange. Sind wir noch ganz führen. Jetzt sind wir schon eine Viertelstunde gelaufen da. Ja, also da stoßen wir mal auf meinen Geburtstag, gell? Prost. Danke. Wenn es nötig. Ja, ja. Nochmal vielen Dank für die super Reservation. Ja, du. Ich gern mal die Nacht haben wir jetzt gehabt. Jetzt wollen wir mit dem Reiten mal nach dem Bau. Mal schauen, wie der dort losgeht. Wie der los. Wenn ich dort reise, dann werde ich schlafen. Jetzt geht es einmal in den Osten. In der Schweizer-Eigung. Hast du noch ein paar Kräumchen da? Ja, ich weiß. Ah, okay. Ja.
geil. Das Ding war gut. Viel zu früher. Das Wetter ist dann nicht so, wie du gesagt hast. Das Auto abgeben in Freising und schon zahlt. Jetzt werden wir mit einem Bus zum Terminal 1C. Gibt es noch mal Nacht? Und ich hätte mich da gerade noch ein bisschen bedient. Sie fliegen, hä? Nächstes Mal halt wieder. Jetzt hat der einen am Bus gemietet, da in Goldigitz. Yes. Mal ein anständiger Sitz, gell? Katastrophaler Scheißdreck, die 777. Ja. Schon enger als in der Holzklasse. Das ist der Service. Das ist Dubai her. Das sind schon schöne Herr Ilg hat sich neu angeleitet. Tipptopp. Dort steigen wir dann ein, aber natürlich nicht da, wo wir anstehen. Gell? Das ist nichts für uns. Halbinvalide. Wir sind ja durch die Barriere durchgefahren. Ja, ja. Nein, wir gehen jetzt da hinten. Ja, das ist eine andere Temperatur als gestern. He? Schon verrückt, unsere Maschine. Aber freundlich sind sie an dem Flughafen, das ist sensationell. Ali! Es ist brisant, he? Sensationell. Und dort hinten haben wir die Alpen da. Tipptopp. Jetzt geht's dann los. Jetzt sind wir auf der Zubringerpiste. Und dann hauen wir ab an die Höhe. Ein Pilot haben wir einen Schweizer und eine von der Stewardess ist auch Schweizerin. Da siehst du wieder mal alles Gute, kommt ab und her aus der Schweiz. Nein, ich am Studieren von dieser Technik hier in dem Flügel. Ein eine verrückte Sache. Aber bis wir dann in Dubai sind, hat das auch begriffen. Gell? Dort hin ist ein Bar, gell? Da gehen wir dann auch mal. Ein wieder ein rechter Schwanzwind von 138 km pro Stunde. Sensationell. Wirklich müde. Dann schlafen gehen, eine anderthalb Stunden bis auf Dubai. So, die erste Etappe hätten wir. Wir sind jetzt gerade angekommen. Dubai ist 20:11 Ortszeit. Nacht. Jetzt sind wir wieder mit dem Lift ab und dann wieder führen und dann mit dem Zug und weiss Teufel was alles da. Das ist eine riesen Hurenhalle da. He? Ja, da müssen wir uns jetzt ein bisschen verweilen da in der Lounge. Der Herr Ilg ist ja wieder am Früchte genießen, weil er keinen Alkohol bekommen hat. Ist jetzt morgen 2. Und da kann man sich wunderbar verköstigen. Schöne Sache.
gibt eine neue Wade, wunderbar, frisch. Er hat wieder einen wahnsinnigen Präsenz, um auf den Flügel zu kommen. Ganz verrückt. Das ist jetzt Bangkok. Da musst du bis zum Gepäck 350 Meter laufen oder fahren. Immigration, 220 Meter. Kannst schnell einen Sport machen. Bin ich schon eine halbe Stunde gelaufen. Du. Leck doch mir. Und der Reihe, wo er geht, da. Danke. Ah, das sind so nette, freundliche Leute. Schnaufen muss ich wie ein Grosser. Da. Ich hoffe, es liegt hinten drin. Das sehe ich nicht. Ich glaube schon, ja. Ja, so, jetzt geht es auf dem Flughafen in die Stadt von Bangkok. Da ist etwas los. Mittag um 12:30 Uhr. Schön da. Geht halt alles ein bisschen schnell vorbei. Aber muss ich gleich aufnehmen. Ich kann morgen nicht noch den ganzen Weg wieder zu Fuß gehen. Haben wir eingecheckt im Hotel. Mitten im Kuchen in Tiptop. Das Zimmer ist in der Ordnung. Ja, das ist der gleich. Das ist das Shopping Center direkt bei uns im Hotel unten innen. Leck, mir da. Oben ab. Wir sind im 9. Stock, 26 Hertz. Da kommst du alles über. Da sind wir wirklich gerade im Zentrum. Ja, mit. Es sind ziemlich viele Träte, die da rumhängen. Ja, das nein. Da wieder so eine Kuppel da oben. Ja. Das ist wahrscheinlich denn der Friedhof von denen, die gebaut haben und kein Geld mehr haben. Der Hotel ist ein bester Lage für uns. Super Detail da. Und diese Vatikanwohnung dort oben. Das ist die erste Open-Air-Küche da. Das ist ja Wahnsinn, ja. Du, das sieht aus wie ein Spinnennetz, die Leitung. Ja, jetzt wird es aber lustig. Der Sturm fährt mit uns umeinander. Das sterben wir. Ich sage jetzt immer, wir können nicht vorwärts. Läuft ja wieder ein Sauchock da. Ja. Gut, um Kurve. Das Zentrum hier, wenn du
schon hoch sein. Schau mal, ist der Weckplan nicht so. Die haben Kochplatz geraut. Aber schön farbig in der Dürfen. Das ist, glaube ich, wie jeder, der unter der Brücke liegt, oder? Das ist gut, ja. Neue, nicht genau, neue Bus. Voll. Da haben wir so einen schönen. Jetzt wären wir wieder da. Das ist der Eingang zu unserem Hotel. Ich komme dann rein. Gang rum und schauen. Der Rauchkammer sein hier oben. Die Lifte sind schon zwei Stück höher, gell? Das ist da deine Bank da. Die bestellen wir für heute Nacht. Ist ja gut, drei. Ist einfach faszinierend, die Leute. Das ist faszinierend. Wir nimmt unter Willen. Ah, da hinten ist noch mal. Da wolltest du da das Nachtessen. Schau, da jetzt. Hast du Essen, was du willst? Du musst ausnässen. Hast du so eine Gasse? Hä? Ja, das ist gut da. Festzone von Bangkok. Das ist alles nein. Nur ist nicht sicher, ob du nachher noch lebst. Nein, nein, das ist nicht so schlimm. Hier oben wieder die Lift. Lift um. Dort, weißt du, im Hotel? Also. Meine Frau sucht eine neue Tasche, muss hier noch fotografieren. Wie
riesen Auswahl. Okay, wir können Hosen kaufen, neue. Nein, ich meine. Da wieder die Blumen. Nein, wir mal üben jetzt mit diesen Dingen da. Ich habe noch nie so gegessen. Hast du noch nie so gegessen? Aber Hunger ist ja. Ja, ja. Jetzt habe ich ein bisschen von allem bestellt, weißt du? Aber immer nur eine Portion. Das ist loslassen. Da bin ich Ravioli. Ja. Ja, genau. Ja. Und dann ist noch mal etwas drunter. Schwein ist noch. Nein, das Schwein ist, ja. Und das ist Gemüse da für Biologen. Und das ist eine Ente. Die müssen wir zuerst essen, glaube ich. Und die da? Das ist eine richtige Arbeit, da, die du da machst. Das kann ich nicht. Das kannst du, ist gleich. Ich würde einfach noch nicht alle, ich würde noch zwei Teile lassen. Aber machen wir es nicht kaputt. Ja. Ich muss sagen, es ist gut, auch wenn man halt mit nicht mit Gabeln und Löffel essen, also nicht so ganz stilgerecht, wegen dem ist es nicht gut. Ja, aber du hast Sauerkraut. Ja, ja, ich tue lieber etwas essen, als wenn du das Zeug immer von der... Das ist im Hotel das Morgenessen. Tiptops Buffet da, alles drauf. Joghurt, Säftli, Müsli, Eierstation dort hin, Omelettestation. Eier, glaube ich. Meine Papaya. Hast du die Frucht oben gesehen, Rai? Das ist eine Sportstation. Herr Wildwetter, wieder am Essen, immer nur am Essen, das ist Kunstholz. Kunstholz, ja. Kunstholz. Kunstholz, ja. Dort hinten, schau mal, das ist Kranen, dort am Seekoppen. Ja, ja. Ja, da sind wir im Hotel, ich weiß nicht in welchem Stock. Ja, da sieht man wieder den Unterschied da. Das sind die alten Häuser, der Ceylon Road, wo wir angekommen sind. Und im Hintergrund dann die riesen Kästen, ein Bau sind. Du, da kannst du gar nicht aufschauen an dem Bau. Wird dir gerade schwindelig, wenn du aufschaust. Ich würde mal ein Hotel nach vorne bis oben fotografieren, aber wird mir schlecht dabei. Mal schauen, ob ich bis rauf komme. Da ist ein Bett. Ja, da hört er nicht mehr auf. Yes, es ist noch. Oh. Das ist wieder für den Valo Reis da, die Tröte. Dann mal hier hinkommen, wo haben wir Dinge. Mal schauen, wie das geht. Zwei Attika-Wohnungen oder drei, nein vier. Vier Attika-Wohnungen da, wunderbar. Ah, das ist wieder der Krüppel da mit den Balkönen, schau mal da hinten. Nein, aber wo wir eingestiegen sind. Nicht? Schade. Und wieder die. Jetzt ist es im Morgen um 10:30. Ist aber schon ziemlich den Teufel los. He? Tageskarte gekauft, um mit dem Band zu fahren. Wir wissen aber nicht, wo wir dann wieder ankommen. Keine Ahnung. Mal schauen. Ah,
du meinst, du bleibst bei diesen schönen Mädchen hocken. Aber die haben mehr Freude am, am Telefon anstatt an dir. Es ist wirklich schön kühl da drinnen. He? Da gibt es wieder eine neue Stadtbahnlinie da. Wenn sie dann bauen. Eieiei. Schau mal da her, eine Reihe da unten drauf. He? Ganz voll. Das ist eigentlich die Stadtbahn da, gell? Aber es ist sehr kalt drinnen, wahnsinnig. Da. Das ist im Reisen eine neue Freundin da, die da. Sieht niemand ohne Telefon, nur der Reihe, der hat Kreis. Das ist jetzt Siam, Station Siam, da heißt Thailand im Prinzip. Und wieder einer dort, ne? Ja, das ist schon der moderne Viertel da, he? Jetzt auch, schau mal, das Fußmassage da unten. Das Rechtszentrum da wieder. Du, ja, ich finde auch, es ist ein Park irgendwie, und dort hinten sind alles Wohnhäuser. Du. Weg, und da ist. Da haben sie kein Geld mehr gehabt, wahrscheinlich. He? In jedem Bahnhof da ist thailändische Flagge am Ende. Langsam gibt es Leute in die Züge rein. Ratatouille, ja, da hast du den Bullen da. Gib Gas jetzt, gib Gas. Wir müssen mit so einem noch gehen nachher. Ja. Schau mal die Kräne da hinten rein. Der Züchter. Mit zwei Drauf, mit zwei Seilen. Nein, nochmal. Du musst den aber nicht verlieren, gell? Du, der Zug ist einfach zusammengebunden, hä? Wahnsinnig. Nein, das ist einfach. Wir brauchen jetzt auch wieder ein paar Kubik Beton, glaubst du? Wir sind dumm im Bauer oben da. Als Denkmal für die Gemeindame von Deggerwil. Ein sogenannter Riverwalk da. Da. Ja, aber ich habe jetzt wählen, nicht heute Abend. Du bist in Glattensier. Ja, die Ding, das Starbucks-Kaffee, das ist Sauerei, was die verlangen. Ja, auch sehr gut. Das Sauerkost aufnehmen wie der Daniel. Tipptopp, hä? Schöne Verbände. Tipptopp. Feine Bühne da, feine Bühne.
Das sind Knoblauchzinken für den Werner Keller da. Heiland, nochmal. Schau mal, tipptopp. Das ist schön, gell? Ja. Gut. Wunderbar, frischer Knoblauch. Das wäre etwas vom Raclette machen. Eieiei. Chili. Eieiei. Das wäre etwas für die Erika. Ja, da ist wenigstens nicht so heiß. Das ist schön schattig. Und verschiedene Chili da, schau mal. Super, das sind die letzten Neubauten, die wir gesehen haben da jetzt. Du mit dem Bier, da hast aber dann wahrscheinlich Schwierigkeiten. Du musst nicht früher da an, ist auch schön. Das ist unglaublich, was der zücht. Ja, du bist ein glaubender Reib. Hallo. Oh, jetzt müssen wir wieder aussteigen, gell? Haben wir wieder verwünscht. Ja. Wir sind sausicher, oder? Da tun sie Fischen in diesen Kloaken da. Wow. Leck mir da. Das sind jetzt ganz faule Hunde. Wir sind auch faul, jetzt gehen wir ein bisschen liegen. Wir machen ein schönes Mittagsschläfchen. Der Draht in der äußersten Rolle, der geht zu unserem Haus. Ja, mit diesen Zimmermädchen ist nicht gut. He? Am Nachmittag um 4 Uhr waren wir mal da. Das ist ja furchtbar. Ja, die sind, wenn sind wir denn zum Ding aus? Ja, 10, halbe 10. Das ist jetzt ein kleines Shoppingcenter. Wie heisst es? MKB oder so? Oder MBK oder weiss verteilen wir. Okay. 1, 2, 3. Ganz verrückt. WC jetzt in dem Fall da, gell? Wenn wieder mal Schweizerland, Rado. Da hat es den Türchen und alles, der Leck. Also MBK heißt der Laden. Da gibt es da die Links, würde mir jetzt auch noch gefallen. Oh, nein. Nur schönes Füdeli. Ja, yes, das ist Wahnsinn. Das ist der Bubi-Fool. Der King von Thailand. Da sollte schnell mal durchkommen, oder? Das ist ja Wahnsinn. Da. Ein neuer Chip gefunden da für die Erika. Für nicht ganz 6 Franken. Da lohnt sich dann mit dem Flieger da runter zu gehen. Oder? Dort haben sie im Laden zu Mittag essen oder zu Abend essen. Das ist noch gäbig. Und da hocken die Jungen da. Ja, und alle ein bisschen schauen, gell? Gut. Kannst du auch noch brauchen, zum Trinken. Ja, zum Trinken? Zum Trinken. Und zum Schiessen kannst du auch brauchen. Aber da ist wenigstens ein Apple Authorized Reseller. Das ist jetzt ein richtiger thailändischer Kitschladen da, ja. Das ist zwar verboten zum Filmen da, aber das ist mir gleich, ich tue jetzt gleich. Aber hier ist gut in die Suppe da. Ja, gut Süppli. Abwäschwasser vom Mittag. Da, ja, aber weißt du, es ist ja traurig, dass wir mit Messer und Löffel essen müssen. Ja, Giovanni hat das so will. Ja, gut, also. Er macht uns das Essen dort. Das ist japanisch. Ja, deine dumme Schnorre. Der, der da ist, ist ein Schwab. Und
das sollte man eben nicht. Man sollte freundlich sein da aus. So, weil es mit Holz stecken ist. Kein Problem, ich nehme die Hände dazu. Und das ist der Herr Wild, der kommt wieder etwas zu essen, wo mal einen schönen Tisch. Ja, und ein Ries oder? Ja, da. Ja. Einen Kaffee trinken. Das ist auf dem Tisch da. Das teuerste, was es gibt in Thailand, Kaffee. Das ist ganz froh. Bier gibt es überhaupt keins, ja. Kaffee ist teuer. Ja, das Bier haben wir immer noch. Und da, wenn es dann vibriert, dann noch einmal musst du gehen, gell? Ja. Und dann der Karre da. Ja, dann noch ein kleines Dessert, ne, gell? Dessert und einen Kaffee. Und einen Kaffee? Gut. Okay, also. Dann haben wir es dann noch einmal, gell? Dann gehen wir noch ein Bier. Das ist der Wahnsinn da. Wahnsinn! Jetzt haben wir gespissen, jetzt können wir wieder heim mit dem Tuk-Tuk. He? Kostet aber die Hälfte jetzt einmal, hat er gesagt. Es ist ein bisschen was los jetzt Abend hier. Da. Eieieiei. Bist du weg? Bist du weg? Ja, ja, ja. Gut. Verrückte Sache. Das ist nochmal von der Lounge aus. Dort haben wir gerade den Mond, der vom Hochhaus hinten raufkommt. He? Das Haus da, wo sie nicht fertig gebaut haben. Da wo ein Ding ist. Da gibt es ja nicht. Angestrahlt wie verrückt, wahrscheinlich, wenn sie es unbedingt einmal abhaben. Jetzt habe ich den Mond schön drauf. Du bist ja Vollmond, ist denn da wirklich wahr? Der erste Alkohol in Thailand. Ja. Ja, wenn du denkst, Mittag haben sie gesagt, erst ein Pfiffi, gell? Prost. Und dann erst das Original Thai-Bier. Singa. Jetzt ist Mittwochmorgen, oder? Am 9. Viertel von 9. Lauft langsam wieder etwas. Nein, einmal. Das ist schon das Morgenessen, zum Mittag. Alle? Dem hat er das Pfiffen, hast du nicht gehört? Was meinst du? Dem hat er Pfiffen mit dem Pfiffen, hast du ja, nicht ja, gehört? Ja, oh, das ist jetzt unser Boot, voll. Haben wir da Platz drauf? Oh. Dann kannst du jetzt losgehen, du. Leck mir. Soll ich ein Gas geben? Santo, eh? Wow! Ja, das ist super! Hi, hi, Sally! Es geredet, ja! Sind schon rechte Motoren, hä? Hi, Sally! Nein, aber denken Sie, dass Sie weiter zum Schluss.
Shopping-Center. Oh, schau mal hierher, nicht immer in die Strecke hineinschauen. Ja. Einer mal. Das lädt er hier rauf, ja. Heilet noch. Oh, jetzt geht es dann gleich weiter. Hinten ist noch ein Schleusentor. Keine Sekunde wartet er da, he? Heilige Sack. Das ist ja ein Bier. Vogelkäfi da oben wieder, he? Ja. Ja, zum Kurven, he? Schau mal da, der Beton. Der Beton. Ganze Armada von Schiffen da, schau. Wow, 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 schau mal da, du. Schöner als Italien. Da stinkt, sag mal, da wohnen jetzt da innen. Der wohnt nicht. Das sieht jetzt bei mir in der Garage aus, wie da, du. Siedlung, hast du gesehen? Die Brücke am Quai, du. Ah, da haben wir da noch Taxidienst gemacht, ne? Ciao. Das ist der Wahnsinn da, hä? Schleppen da. Oi, Sally. Oi, oi. Reise Bambus. Der liegende Buddha da, hast du gesehen? Der liegende Buddha. Ah, da hin auf der Reihe. Aha. Hey, Ali. Ja, da sind auch schöne Hüsli da, gell? Badhüsli vom Mägeli. Mannebach. Nein. Aber kannst natürlich den Arsch nicht waschen mit dem Wasser.
Fernseh, Hans, hä? Fernseh. Das Budaix oder so. Wenn wir halt wieder warten, bis diese Schleuse offen ist, dann kommen wir jetzt entgegen den und dann geht noch eine Häuser auf. Tipptopp. So, kommen sie da oder können wir dann gehen? Tipptopp. Ja, nicht spritzen, gell? Verkehr da, du, leck mir! Da haben wir gestern noch ein Mineralwasser gesucht, da, im Riverwalk. Ich bin an der Bummifuhl und Zirikit. Ich bin dort melden, hier ist Sand, Center Point. Geschirrwäsche da, aber nicht so rassig. Eh? Also die Steck dort sie putzen. Aber ja. Bis zu Abend ist sie dann auch durch, wahrscheinlich. Taxi Nummer 6718. Mal schauen. Darf ich nicht mehr als 500 kosten? Ich bringe nicht drauf, da hat es einen grossen Grind heute Morgen. Ja, wir haben zu wenig Alkohol getrunken. Ja, du, gell, effektiv. Kannst du nicht sagen, dass wir uns übertrunken haben? Nein, gar nicht, nein. Ah, nein, wir sind sehr gut beieinander. Ja, ja. Tipptopp. Gesund, wie verrückt. Ja. Die Straße ist alles im ersten Stock gekommen. Autobahn, man muss zahlen. Aber ein furchtbares Marktraum. Sieht man kaum raus. Hast du das Zug gesehen? Ja, musst du schauen. 14,55. Okay, genau. Schau mal, das ist wieder. Das ist jetzt der andere Flughafen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt um 12:30 da. 2:55 fliegen wir. Wir haben schon eingecheckt. Wir sind die Ersten, die wir eingecheckt haben. Ja, da ist wieder so ein kleiner Flughafen, wenn ich meinte. Riesig. Der Rai hat wieder 19 Mal gegessen. Er hat gesagt, er könne nicht immer so viel essen. Und der Kump ist aufgestanden. Flughafen raus, muss man schon wieder abhocken, Bier trinken, essen. Das ist wahnsinnig. Es ist aber noch weit zum Laufen. Doch ein schön da hinschauen rein. Jetzt geht es in der Fall wieder los. Filmen. Ja, jetzt geht es dann los langsam. Hast du jetzt den Bettel heute Abend? Ja. Einzige Sache ist intelligent. Wirklich ein Sada. Jetzt habe ich mal eine von Wütschlo. Bettet. Ah, er hat geschmunzelt, wenn er die hübsche Mädchen sieht. Ja, ja. Tipptopp. Also da ist der Tom Wing. Airport von Bangkok. Von außen kann man nicht filmen. Es hat viel zu viel Smog. Aber ich kann ja den Herr Riet hier mal wieder aufnehmen. Und die Zeitung studieren. Die toppe Sache gibt es hier zu denken. Also jetzt haben wir hier von der Avis einen automatischen Toyota bekommen. Und müssen jetzt halt mal lernen links fahren. Und müssen die richtige Straße finden.
Mal schauen, da werden wir schon schaffen, oder? Schellen und halten und jügen und leck doch mir, weißt du, da los. Pass auf. Aber wir sind richtig ja, verfolgt. Ja. Baton Beach. Das ist super. Hör mal, nicht mehr viel falsch machen. Aber weiter lieber her. Ich will mit dem da vorne gehen, aber ich habe keinen Platz mehr gegeben. Ich muss ein Mietauto nehmen. Schau mal da an, du. Kopf da wieder mal. Männlein und Frauen, alles zusammen. Da haben wir gerade den Berg überquert. Die Passhöhe ist vorbei. Es war ein bisschen eng, aber wir haben es geschafft. Es ist endlich etwas Farbiges da. Pamera Beach. Ist da? Das ist der Deckel. Das ist Kokosnussmilch. Herr Will, den musst du gar nicht wegnehmen, den Deckel. Kannst du einfach trinken. Ist das gut? Ist gut, oder was? Ja, ja. Gut, du hast ein Bierchen. Also nach einer längeren Fahrt bei der Raschauer und zweimal über den Berg sind wir jetzt halt doch angekommen. Es ist zwar ein wunderbares Hotel, aber jetzt haben sie gemeint, ich müsse mit dem Rhein im gleichen Bett schlafen. Jetzt hat sie uns gerade ein bisschen den Ärmel reingenommen. Sie mag auch reklamieren, gell? Hast du einen Blick am Morgen da zum Bett aus, hä? Hei, hei, hei. Au, dort vorne ist der Strand rein. Müssen wir schon schauen. Schön. Hei, hei, hei. Die Dächer da. Und da ist das Schwimmbettli. Hei, hey, schau mal da hinten. Sind die drei Häuser, wie wir gesehen haben? Schau. Ja. Auch wenn da alles ohne Lift ist, dann spinnt es. Sieht man, wer gross genug. 67 Quadratmeter hat es. Aber der Löhli von meinem Architekt hat so viel Scheißdreck gemacht da innen. Das ist ja furchtbar. Da, schau mal, da die Schwelle, da bin ich schon fast drüber gehalten. Und im Badzimmer hat es eine Dusche. Die Dusche ist monströs. Und das Badzimmer eigentlich auch. Aber das WC ist, glaube 80 cm breit, nein, 70 cm breit. Wahnsinnig. Kompletter Seich. Ja, da ist hinten raus. Jetzt sind ein paar Tröten. Ich glaube, da sind jetzt Tiger und Elefanten da in dem Kaibenwald. Jetzt müssen wir halt hier Stegen ablaufen, weil es keinen Lift hat. Das ist eine Sauerei. Ja, nun. Da hat der Reis das gesamte Jahr diese, die den letzten 20 Jahre arbeiten lassen, zu Sessel. Ich komme gerade rein. Das ist vom Frühstück aus, da. Das ist Morgenbuffet, das ist wirklich eine super Sache da. Und da hat es ganz scharfe Sachen da. Da. Sepp Gärtner ist wieder etwas für Erika. Ganz gut ist das. Er hat ihn noch Schiss zum Aufstehen.
jetzt dort hin. Schöner Wald da mit den Palmen. Wirklich schön. Aber im ganzen Haus nur ein Lift über drei Stück. Also die hat gesagt, am Samstag 45 Stunden auf dem Flughafen lange, aber man soll da unten durchfahren, also nicht wo wir gestern gekommen sind. Zum Fahren musst du aber auf die andere Seite. Ja, du fahrst jetzt, hast du gesagt. Jetzt geht es dann los mit dieser Massage. Du. Ja, ja, das ist da. Ich gehe dort tauchen. Ja. Da müssen wir jetzt halten, weil da ein Elefant über die Straße geht. Gell? Ja, aber der läuft ja gar nicht. Ja. Viel zu viele Arschlöcher jetzt oben. Dort vorne sind wir, gell? Jetzt zum selben Buddha rauf, wette ich jetzt eigentlich noch. Dann schauen wir, ob man den findet. So, jetzt gehen wir mal den Big Buddha anschauen. Das ist der Zopperstopp auf dem Berg. Bist du der Big Buddha da? Ja, wahr. Schöne. Wenn die Frau alles etwas anlegen unten durch. Oh. Schon recht. Nicht so nächtig rumlaufen, gell? Hey! Ali, gut, machen wir da. Ja! Das ist ein echter Kerl da, hä? Und alle müssen durch ums Viertel herum machen. Schöne. Gell? Schade, ist so trüb. He? Schau, das ist das Feld dort, wo wir vorhin durch sind. Drei da. Du kannst Fußmassage haben mit Kokosnussschale. So, betten. Da ist fertig betten. Jetzt lang jetzt. Ja, gut. Also, Schluss jetzt. Lang jetzt. Schuhe wieder anlegen. Brillantinen auch nicht tun. Ich auch nicht. Da ist das nicht. Ganz gut. Die grinsen da oben, hä? Ja. Ja. Dort hin auf der vordersten Halbinsel sind wir die Hai. Glaube ich. Gell? Da hocken sie auf die Elefanten rauf. Du kannst da in den Wald rein. Da ist irgendwie ein Verladehafen da rein. Ölverladehafen oder etwas.
Wolltest du wieder befehlen, oder? Auf dem Bau? Thank you. Wir sind hier in der Arbeiterbaracke, gell? Ja. Nehmen wir das 9 in. Thank you. Das 9 in und dann müssen wir hier noch abrechnen. He? Hast du schon Ausmaß gemacht? Nein, aber ich weiß nicht, an welchem Meter ich Salat habe. Ich habe dort, wo es am kältesten ist. Ja. Die gehen gerade Mittagessen hier. Hey, alles gut. Haben Sie hier du musst mal die thailändische Flagge gut anschauen, damit du nachher weißt, wie sie aussieht. Was mit die Französisch? Ja, aber sie hat einen breiten blauen Strich und nachher einen weiß und rot. Mal ein bisschen filmen da mal, damit man sieht, dass da etwas los ist. Ja. Das ist wieder eine typische Lederli-Straße hier. Das ist der Patriot. Da sind wir in der Stadt Phuket. Sauber. Das ist der Fischereihafen scheinbar. So etwas siehst du nur, wenn du mit dem Segel unterwegs bist, glaubst du? Schade, hätten wir kommen sollen, wenn sie Tisch gebracht haben. Schmecken tust du es eben nicht auf dem Film, weißt du? Der Seebub von Ermatingen geht ins Meer. Muss sicher nicht führen, ist mindestens 30 Grad. Schau mal hier! Unser Hotel ist dort hinten im Wald. Es ist mit grün und rot. Brütende Hitze. Etwa 35. Am Schatten, bei der Sonne weiß ich nicht wie viel. Der Neptun kommt zum Meer aus, zum Wasser aus. Hier oben sind wir heute Morgen gesehen, den Buddha begrüßen. Wir schauen zwar auf die andere Seite ab, aber es ist gleich. Auch den Rücken kann entzücken. Wunderbar ist es zum Ball. Dort unten schwimmt der Seebub von Ermatingen. Aber ein bisschen langsame Zeug macht er. Langsam, langsam. Ganz langsam. Hey! Mit der Schweinkeil haben wir mal eine rechte Beiz gefunden, direkt an der Straße. Und erst noch ein Parkplatz hinter dem Haus. Wunderbar, schön, alles elegant. Also elegant. Anders als die hohen Gassenküchen hier, die da außen stehen. Es ist zwar noch nicht viel los, aber da man schön Ruhe essen, gell? Ja, 19 Mittag gehabt, das war. Das sind jetzt so Ringli. Wie heißt es? Wunderbar. Tintenfisch, Romana. Nächster Gang, das ist eine Cremesuppe mit Poulet und Crouton. Nächster Gang, der Reihe schmunzelt wieder. Spring Rolls.
Und ich habe noch ein bisschen Enten. Entenbringen, schöne Enten nehmen. Jetzt habe ich vergessen aufzunehmen, dass du einen Kaffee bestellt hast und ich noch ein Dessert. Aber du gehörst jetzt in Grappa, gell? Gut, okay, ist alles klar. Dann können wir jetzt ruhig ins Bett. Heute ist noch fast schöner als gestern. Super Tag wieder, super Tag. Der Ilg meint wieder, er müsse in die Sonne hocken. Spinner. Hey! Tote Walfisch da. Dann hast du gut gebadet. Du weißt ja nicht, wie gesund das ist. Ja, du hast eine Ahnung. Du. Ja, ja. Meine Füße sind wunderbar. Ja, mir auch. Ich könnte das Feld abholen. Ja, ich habe gesagt. Eine schöne Leute hier jetzt. Oder meine Nachbarinnen. Die schlafen auch. Die sind müde von mir anschauen. Die zwei sind müde von mir anschauen. Nein, ist schön. Alfred, der Gnüss. Neben den zwei hübschen Damen da. Du musst langsam fahren, langsam. Und hinten hat es nochmal eine hübsche. Du musst ganz langsam noch. Fahren, ja. Ganz langsam. Ja, der Alfred weiß, was schön ist. Das geht mit dir nicht recht, weißt du? Ja. Eilandsack, nur. Super. Da hauen sie mal. Meine Nachbarin, ja. Ja, musst jetzt du da vorne durchschalten, du Simpel. Schau, jetzt machen wir den Verkehr. Die landen genau dort. Ich sehe es nicht da drinnen, das Eichel. Schön. Wir landen jetzt genau dort am Ufer. Ist aber nur noch hängend, nur noch ein dort. Ja, im zweiten dran. Der Züchter wieder. Nein, das ist tot. Weißt du, je nach dem Wind ist bloß ja, ja. Da. Ja, der hängt aber komisch im Zeug. Ja, warte, jetzt hält er den ab und dann geht es jetzt runter. Ein bisschen sandige Grinde habe ich hier vom Schwimmen. Ein bisschen unterwegs, damit wir etwas sehen. Es ist zwar alles etwa der gleiche Dreck. Das ist rot, oder? Du wirst halten. Immer wieder am Meer. He? Schau mal die Töpfe wieder. Das sind alles Badegäste wahrscheinlich. Ja, ja. Du lass, musst aufpassen, wir kommen. Das ist jetzt eine andere Brücke, aber ich weiß nicht, wo wir sind. Keine Ahnung. Weißt du,
Ich hätte eine Idee rein. Vis-à-vis hat es einen Laden, wo man einen Gin Tonic überkommt. Da bin ich sofort dafür. Bist du dafür? Du kannst auch zwei haben. Jetzt weiss ich, wo wir sind. Wir sind in Patong Beach. Nein. Das ist Patong Beach. Du bist wieder zufrieden, gell? Jetzt, wo es etwas trinken gibt. In der Patong Beach kommst du jetzt einen Gin Tonic rüber. Das ist ja ganz super da. Und den Parkplatz haben wir auch noch gehabt. Oh, jetzt musst du wieder essen, siehst du. Ich habe nur ein Salötli und ein Süppli. Und ein Bierli. Und der Rai hat es. Frühlingsrolle. Das ist jetzt Patong Beach zum Auto aus. Weil es ist zu warm zum Aussteigen, gell? Und der Rai muss. Du kannst schnell heiraten da wahrscheinlich, hä? Ja. Von hinten? Von hinten? Ich habe von vorne fotografiert. Du musst aber draußen abtun. Ah, du. Das ist Pizzeria, alles auf. Grill, Restaurant. Ja. Sauber, sauber. Wie heisst der Plakat da? Kamala oder so etwas. He? Ah, Kamala. Das ist für die, die sich das Ding nicht leisten können. Der Gin Tonic, die müssen Wasser trinken aus diesen Übel. Nein, kein Wasser. Ja, nein, da hast du wieder einen Scheissdreck angegeben. Aber nicht rechts. Da. Ja, nein, ja, da weiss ich noch nicht. Mal schauen. Aber da unten rechts war im Fall nichts. Scheinbahn, gell? Mama's Kitchen. Ja, so gut. Haben wir da, das ist Patong von hinten, hä? Echte Mierde. Hast du auslesen, was du zu Abend essen? Ja, heute Morgen geht es weiter nach Singapur. Der Rhein ist schwer am Pack, schwer. Jetzt war gestern Abend schon angefangen und nochmal dran. Sag, hat er heute Morgen 5 Minuten gemacht. Hat zwar lange nicht so schön eingekrummt wie der Ilk, aber rassig ist gegangen, rassig. Was musst du denn machen, gell? Heute. Ja, ich bin parat, ich gehe jetzt. Langsam taget es, hä? Aber zum Glück hat es mal nicht so viel Verkehr, Samstagmorgen. Ein Schweizer Kreuz dort, aber ich glaube, das ist ein Apotheker, das ist kein Schweizer Kreuz. Ja, ja. Hä? Ja, Brille drunter dort. Ja, der Kerl da. So, jetzt Benzin. Da siehst du, wie der Verluter dreht, keine Reklame da oben. Nicht, ja, ja. Der schöne Tempel ist umgeben von dreht. Ja, Tankstelle, hä? So, das Auto haben wir abgegeben. Hat funktioniert, direkt angefahren. Super. Keine Verzögerung, gar nichts. Alles picobello. Das ist die primitivste Kontrolle, die wir bis jetzt haben. Koffer schnell aufmachen, reinlangen und wieder zumachen. Das ist noch 2 Stunden vor Abflug. Aber man wartet schon schön da. Und der Reiter hat meinen Koffer organisieren. Ja, das ist wichtig. Wahnsinnskontrolle. Phuket Airport. Nur Huren Durland. Ankunft in Singapur, 11:45 respektive 11:45 die Zeit hier. Ein Unterschied von einer Stunde zwischen Phuket und Singapur. Ah, der Herr Ilk aus Ermatingen kommt auch. Hoi, Sali. Ja, da ist ja, bist du gut gereist. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als in dem Kaiben.
Ding da, Thailand, ja? Das ist ein bisschen zivilisierter da. Einmal. Wieder Linksverkehr, ey. Linksverkehr. Das ist aber ein Stück bis dort führen. Hi, dann haben wir wieder mal anstehen. Ja. Ja, nu. Es ist Samstag, wir haben Zeit. So, jetzt kommen wir langsam da ans Ziel. Mal schauen. Es sind zwar nicht viel im Moment, aber. Wären wir jetzt, wo die Jungen waren. Tower 1 und 2. Mal schauen. Hat noch ein paar Leute drin. Nein, ich muss mal dahinter schauen. Hast du das schon gesehen? Nein. Leck, ich muss ein Pfütchen wieder. Das ist nicht schlecht. Danke dem Stock. Schneller können wir einchecken, haben aber wir sehen Member Lounge. Member Lounge. Wenn wir noch einen Kaffee trinken, dann dort. Nein, ich kann schon einen Kaffee trinken. Das war der Service mit meinem Goldstock. Ja, ja. Nein, aber. Das hat schon etwas wert. Vor allem, bevor du eine hohe Sauerei machst, wieder in deinem Zimmer. Hast du was gesehen aus? Ja, ja, das sehe ich. Kann ich dann schon noch filmen. Ganz toll. Du. Ja, obwohl aber nicht aussehen. Ja, das ist etwas anderes. Aber du, eine hohe Badwanne, da kann ich nicht reinsteigen. Das ist mühsam für mich. Au, oh, da ist noch die Dusche. Das den ist gut, drei. Dusche und Badwanne. Wir sind halt ein bisschen wenig weit oben, nur im 11. Stock, gell? Das Name. Aber ich glaube, das Bett ist recht gross. Ja, das ist genau da. Warm da, hä? Ja, der erste Eindruck ist nicht schlecht. Ja. Der Hafen da vorne, du, ist auch noch recht, hä? Das ist echt auch der vorige Armierungsstall, den sie noch hatten. Ja, ja. Den hast du gemacht. Das ist schade, wir sind nur im 11. Stock oben. Das ist hinten raus beim Hotel, respektive. Über der Zufahrt. Da sind wir mit dem Taxi reingekommen, da unten. So ganz mit da, der ist doch ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen ganz hoch für den Reich. Sauber, sauber, sauber. Ich glaube, die haben doch nicht alt, dass die da in Whirlpool hocken. Das
ist eine schöne Höhe da, 57. Stock. Mal etwa 3 Meter. Fast 200 Meter im Boden unten rauf. Aber schwanzelt ein bisschen. Merkst du, wie Schwanz drei? Ja. Das dort ist jetzt so ein Dammrei, ja, wo das Meer aufhebt. Ach, genau. Da sind wir jetzt im 22. Stock. Jetzt müssen wir halt noch den Lift wechseln und dann gehen wir ins 11. Ist ein bisschen schwierig, aber wir finden. Das ist im Basement von dem Hotel mit dem besseren Geschäft. Und wenn man da auf die andere Seite geht, dann ist gerade der Bahnhof von der Stadtbahn. Das ist das schönste Buffet, das ich je gesehen habe in meinem Leben. Allein nur da Seafood, Seafood, Seafood. Alles jetzt. Ton, Lachs, Ding dort, Tintenfisch, Seepacker. Wenn du mit der Tasche rumlaufst, denken die Leute, du willst alles einpacken. Jetzt hast du kein Brot gefunden. Gemüse, nein, Salat und Früchte. Nudelstation. Station. Sensationell, einfach sensationell. Dort hin ist die Dessertstation, die man in einer separaten Gutachten. Zweiter Gang, Salat, Aceto Balsamico und Ranchsoße. Der Herr Hild nimmt ein Süppli, ein kleines Süppli mit Crouton und Brot ist auch gefunden. Weisst du? Ja. Und Herr Reihe nimmt ein Sösli. Das ist das Dessertbuffet, da komme ich nicht ringsum. Da mache ich nicht alles. Das ist ja Wahnsinn. Dann ist hier noch das Käsebuffet. Käse, Käse, Käse. Da hinten hat es auch noch Antipasti. Kapre. Mariniert wie Artischocke. Salami, Ei, da noch ein schwarzer Magen, Porktirin, das ist Nummer 4, das ist vom italienischen Pasta-Buffet, nein, Antipasta-Buffet. Du kannst auch Spaghetti machen lassen, wenn du willst, mit alles, was dort hat. Das ist, jetzt, das ist glaube ich, mein Abschluss, ich weiß noch nicht, aber vielleicht gehe ich dann nochmal, aber ich glaube es nicht. Also, jetzt höre ich endgültig auf der Reihe, gesagt, darf nichts mehr holen. Hat Früchte, mindestens 10 verschiedene. Granatöpfel, Andrine, alles. So. Kiwi. Leider, 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 leider müssen wir uns verabschieden von diesem sensationellen Buffet. Und da gibt es wahrscheinlich nur am Samstagabend. Super fein gewesen, ja. Aber vielleicht können wir dann nochmal auf Singapur mal schauen. Das ist jetzt Singapur bei Night.
Schön da. Ist morgen um 8. Sonntagmorgen um 8. Du kämen wir denn nicht runter, gell? Wäre denn blöd, wenn du runter kämen würdest. Schau mal die Baustelle da hinten. Den Pillar da hinten. Ja, da läuft da etwas, he? Ja, dort hinten nochmal, hinter dem Wald. Da ist irgendein Tennisplatz, oder etwas. Ja, das ist kein Tennis, oder? Nein, das ist kein Tennis. Ist das ein Fußballspiel? Nein, da muss schon ein bisschen bessere Frisur haben, da, zum Fotografieren. Gell? Das ist ein bisschen Katastrophe. Du meinst, das ist die Fotografie. Da müssen wir jetzt über die Brücke. Das ist der Canale. Genau gleich wie in Dings in Las Vegas. Ich hatte wieder nicht mehr zum Staunen aus. Chanel, Hublot, Ulysse Nardin, Boucheron, Ballsaal da hinten, Ballsaal. Da haben wir gebadet heute Morgen, rein. Leute in der Mitte. Den Übergang finden wir nicht, den Übergang. Das ist ganz furchtbar. Da sind ja wieder 100 Meter dafür. Das ist gewaltig, hä? Hauptniveau meinst du? Straßenniveau. Auf der anderen Seite halt, ganz richtig. Ja, wir sehen, wir sind auf der hinteren Seite. Das sind auch wieder 200 Meter. Probieren wir mal die aufzunehmen, den Turm da. Alle. Mal probieren. Es hat weiter weglaufen, aber es ist mühsam. Der Reihe läuft dort Singapur ganz frech über die Straße.
Ganz weich. Da oben gehen sie aber schon aus, hast du gesehen? Da ist die Ebene, die vorgefahren ist. Wenn wir schon keinen Kaffee brauchen, nicht morgen nehmen, man hat zwei Gin Tonic, gell? Furchtbar. Ich habe einen Spezial, weiss schon. Und jetzt Kaffee. Meinst du, hier gibt es noch einen Gin Tonic? Das ist halt schon gut, so einen Gin Tonic zum Morgen. Besonders wenn man den Schiesser gehört die ganze Nacht, gell? Es ist Montag, gell? Das ist unser Hotel von unten. 8 Stück. Aber jedes Mal einfach zurückgesetzt. Hinten ist das grosse Schwimmbad und da geht es ins Meer. Ja, da ist verrückt so etwas. Da ist ein Handy oben. Was kennst du? Am blauen Hals. Wenn wir zum Morgen gegessen, habe ich mein Eile geholt. Der will jetzt seine Joghurtli geholt, gell? Das ist mein Mann. Was ist das? Von mir aus kannst du gehen. Hey there! The tram will be here. Jetzt sind wir auf einem Express, Sentosa Express. Beach Station. Wenn ich will zahlen, ist wieder alles wieder ein bisschen diesig. Dunstig ist es, dunstig. Schwarzfahrer Ilk, ohne zahlen geht er wieder mit. This train is bound for Sentosa Station. Next stop, Inbia Station. Alight here to explore Inbia Lookout, a cluster of exciting attractions. Station. Next stop, Waterfront Station. Visit Resorts World Sentosa. Next stop, Sentosa Station. Leck, Mama. Leck, mein Pudi. Wir sind jetzt da auf dem
oben. Wir müssen vier Stück haben. Das ist die Station Buena Vista. Da müssen wir umsteigen. Da. Ja, das ist auch wieder ein rechter Bau hier. Weiss. Wenn wir immer bei mir sein Fahrbild, aber da unten sind wir stehen. Wir haben einen so verrückte Bauten. Du solltest wieder hochschauen können, aber das kannst du nicht. Du kommst nicht bis oben. Ah! Jetzt ist Zuckerpapier abgeschlagen. Jetzt trinkst du mal nur noch Coca-Cola. Kein Geld mehr, jetzt ist Schluss. Geld, fertig, aus. Das ist eine hübsche, die muss ich noch filmen. Ich könnte sie noch nehmen. Ich würde sie gerne von vorne. Ja, das heißt, sie schon auch holen. Aber sie sollen mal nach vorne sich zeigen, wer gescheit noch. Jetzt läuft es mir davor. Wenn es schlecht ist, musst du da oben schauen. Das ist interessant. Wenn es warm geworden wird. Ja, das könnte sein. Überall ein Knöpfe im Bau. Ich glaube, ich liege jetzt auch da hin. Jetzt muss ich mal so geschiftet draussen schauen. Schöne Kutter. Den würde ich auch. Ja, dort oben. Ist halt schon ziemlich hoch. He? Führst du auch zu denen? Ich, hä? Jetzt ist die Siesta vorbei. Jetzt gehen sie wieder gut auf die Arme sehen, wie der ist. Einmal. Ja, die sollten jetzt aufstehen und wieder gehen. Amerika in Singapur. Da wissen wir wenigstens, wann wir rüberkommen. Das ist super gut. Der ist der billigste. 5 Stutz pro Person. Super. Mein Subway, hä? Das ist super da. Da ist mal anständig gesessen. Zu einem günstigen Preis. Super, kein Spreier, nicht jetzt da. Ja, da können wir wirklich etwas lernen. Du. Aber sie ist jetzt halt gleich wieder nicht von den Fundamenten. Neblig ist es. Das ist alles, was ich sehen wollte. Und hier oben kann man wieder gehen. Das ist du musst nicht alleine gehen, du musst mit einer Freundin gehen. Das ist wieder ein
Umsteigeplatz. Da hat es gerade drei U-Bahnen, die zusammen kommen. Wir gehen jetzt auf die Nordostlinie zum Harbourfront. Oh, jetzt geht es wieder aufs Insel. Hier pedeln. Haben wir genug von dem Metro-Fahren. Eben noch ein bisschen aufnehmen. Weißt du, du musst dann links rauf dort, gell? Es ist warm. Wahnsinnig warm, hä? Oh je. So früher will es in einer Frau eine Rolex kaufen, aber die kostet 40.000 Franken, 40.000 Singapur-Dollar. Da hat er gesagt, wir müssen ein bisschen schaffen. Ja, Switzerland. Hör da durch. Segway Station. Da könntest du mal probieren. Siloso Beach. At this stop safety, please remain seated while the tram is moving. Thank you for your cooperation. Hey there. The tram will be leaving shortly. For your safety, please remain seated while the tram is moving. Thank you for your cooperation. Gut. Ja, eine super Vegetation da, he? Alles was da ist. Und das ist natürlich gewachsen. Schöne Sache. Ja, siehst du, nicht viel müsstest du aussteigen. Hello, southernmost point of continental Asia. Hey there. Kein Schwanz an dem Meeresstrand, he? Hey there! The tram will be leaving shortly. For your safety, please remain seated while the tram is moving. Thank you for your cooperation. Rennfahrer da, schau da, ein Velo-Rennfahrer. We have arrived at Siloso Beach. This stop. Schau, ein Lärm da. Super schön da, super schön. Da oben im 715 sind wir daheim. So, das ist der letzte Morgen in Singapur. Das ist langsam auf die Socken machen, dass wir wieder heimfliegen können. So, das ist die Rezeption vom Hotel Siloso Beach. Da geht es dann über Brückli und Zeug. Da geht es dann zu den verschiedenen Ebenen. Wir sind im 7. Wenn ich gerade abmache, bis um 2 können wir im Zimmer bleiben. Dieses Zimmer ist da hinten. Ich hab den Wasserball angefangen. Sehr von mir.
Super. Ein Stück. Heute hat es einen Haufen Leute. Aber ich habe noch hingehen. Ich habe das Hau ab. So, gehen wir wieder auf Entdeckungstour. He? An meinem Geburtstag, Schelderborn. Bitte schön und zum vierten Gabriel. Das ist etwas, oder nicht? Ein hoher Präsent, du, wir kommen noch früh genug. Ja, du. So, da sollten wir dann einsteigen. Aber keine Angst, oder? Gar nicht, nein, macht einen guten Eindruck. Und wem ist ich denn? Eben, so können wir nicht umschauen. Dann mal schauen, jetzt geht's los da. Super. Oh, schön. Da ist aber schüttelt tut's. Ja, dann mal. Schau mal, wie schön. Dann haben wir den Haufen gleich in die Fotos. Da steht doch Kohle. Jetzt da. Hoi, Mutter! Halli! Leck mir da. Die Schiff da. Leck mir, schau mal da hin. Ja, ja. Aber schwanzet halt ein bisschen, gell? Ja, das macht doch nichts. Jetzt schau mal. Mal, wie schön sind. Super Idee, Alfredo. Du setzt noch ein bisschen Öl dort. He? Wunderbar, da haben wir den Masten, der bei uns im Hotel. Mann, das ist die Kleine, die ja, da rausgeht. Ja. Tut auch lange nicht, wenn ihr das gesehen habt. Da. Das ist der Doppelmeierbahn, so, so. Und da meine Rezeption. Ja, das Hotel da. Das ist es. Das ist jetzt die andere Seite. Da geht es Richtung Stadt. In dem Hafen hin, weil es denn los sind. Stand zurück. Lauft nun in dem Hafen hin, weil es denn los sind. Ich meine, es ist im Bündnerland da, du. Wahnsinnig, was die alles gemacht haben. Ja.
Tiger heißt er. Tiger. Kannst du auch rufen dort? Geht's nicht? Ja. Ist nicht gefährlich, du. Fahren wir halt wieder retour, hä? Ach schön, hör mal bei, das ist wieder das Tanzlokal. So, und ist noch mal ein Bähnli, ne? Ja. Schön, Bähnli. Jetzt sehe ich etwas verschiedenes. 2014 ist die Bauer geworden. Das ist ja noch neu, hä? Super. Ja, nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich im Bau. Hat ja, der Park ist noch nicht fertig gewesen. Wunderbar, die Natur da unten. Wunderbar, wunderbar. Oh. Das ist auch ein rechtes Hotel da scheinbar, ne? Ja. Im Hintergrund die Kleine, die kann ich gar nicht aufnehmen, mit dem Gegenlicht. Jawohl. Meinst du aber auch etwas, deine Fotos? Der Kameramann dort. Wie geil. Ist halt unser Hotel da unten. Und der Strand, dort wo der Hild nicht will baden, weil er könnte ein bisschen anderes Foto bekommen. Ja. Ja, das ist ja furchtbar. Aber da geht's, das ist tipptopp da. Super! Ja. Also, wenn ich fertig baue, ist das Geld ausgegangen. Nein, nein. Vielleicht hat er kein Glas mehr gehabt. Sie los, wenn es am Boden gehalten hat. Da unten steht wieder: Habe einen schönen Tag. Siehst du? Have a nice day. Keine Leute, fahrt sie los, und das ist wahrscheinlich der super Hotel da hinten. Das ist im Fall noch nicht der Flughafen, das ist nur ein Flüger, wo der dort schieben durch ist. Ich muss auch noch ein Geburtstagsfoto machen. Von mir selber, siehst du? Ein Geburtstagsfoto. Da wieder eine Brücke auf die andere Insel rüber. Ganz ein schönes Rot, wo die jetzt geheilt hat. Ganz ein schönes Burgundy Rot. Kann meine Frau auch mal kaufen. Gut. Schau, jetzt geht der Alfred in die Trutsche. Ich hoffe, sie sei nachher noch ganz. Ja, super. Super machst du da. Yeah. Super. Du, und Rutschi ist noch ganz. Super, ist noch mal. Boah, leck mal. Das ist alles Quellwasser, was da haben. Scheinbar der einzige Swimmingpool in Singapur, wo mit Quellwasser und ionisiertem Quellwasser geschickt ist.
Papageienblumen oder so etwas sind da. Irgendwie so etwas, ja. So, jetzt gehen wir. Farbe stimmt nicht ganz da auf dem Film. Jetzt mehr schönes Wetter und jetzt müssen wir verreisen. Das ist eine Sauerei jetzt, gell? Wir machen es dann schon selber. Jetzt gehen wir langsam. Es ist jetzt 2 im Hätten, nein, 10 ab 2, 20 ab 2, im 2 hätten wir müssen draußen sein. Die cleveren Schweizer haben jetzt den Koffer abgegeben, haben ausgecheckt und haben aber die Tür so offen am Zimmer, dass wir noch rein können. Und dann jetzt so ein bisschen Ruhe, bis wir das Zimmer machen können. Vielleicht können wir heute gar nicht das Zimmer machen. Vielleicht kommen sie 5 Minuten. Am Geburtstag kann ich noch ein Mittagsschläfchen machen. Im ausgecheckten Zimmer. Das ist doch wunderbar. He? Das tun wir dann noch einmal, gell? Ja. Hä? Hat er doch gesagt, sollst du deine Kamera immer um den Ranzen umhängen? Ja, Rai. Ja. Es ist gar nicht so warm hier. Da. 31,5 Grad und 31% Feuchtigkeit. Das ist gar nicht so voll. Bereit, dort studieren. Ja. Und ich habe da ein bisschen mit dem iPad geschafft, aber das ist furchtbar mühsam. Langsam, langsam, langsam. Du hast jetzt noch unsere Henkersmahlzeit, ein wunderbares Tomatensüppli. Gell, mit der Tomate concassée. Tipptopp. Und das Tiger-Bier. Und hier Singapur, Bier, alles picobello. Ja, ja. Bleiben wir uns überraschen. Das ist da gerade hinter diesen Blöcken. Da sind wir gestanden. Hast du da raus fotografiert? Ich glaube, wir können gut. Da geht es nicht mehr. Genau. Siehst du schon? Ja. Besser als du aufgenommen hast. Ohne Bäume davon. Ja. Ja, jetzt gibt es ja den Gotthardtunnel, den zweiten. Dann ist ja dann anders, gell? Ja, ja. Das ist noch recht lang, der Tunnel da. Ja, ja. Und die Dimension, das ist ja. Dann haben sie da weisse Platten auch noch gemacht, das sieht so schön aus. Eine andere Straße als im Bucket da. Ja, ist der A6? Ciao! Thank you! Halbe Sydney, du, sind wir schon da. E-Check ist natürlich auch rassig gegangen. Business, zack, zack. 5 Minuten, fertig, alles. Ja, jetzt, ja, weiter, weiß ich schon lang. Wenn wir noch ganz führen, sind wir schon eine Viertelstunde gelaufen da. Ja, also da stoßen wir mal an auf meinen Geburtstag, gell? Prost. Danke. Wenn es nötig. Ja, ja, ja. Nochmal vielen Dank für die super Reservation. Ja, du. Ich gerne mal zur Nacht haben wir jetzt gehabt. Jetzt war ich mit dem Reiten mal nach der Bar und schaue, wie der dort aussieht. Dann noch haben wir geschlafen. Hast du noch ein paar Kräumchen in jeder? Ja, ich nehme meist. Ah, okay. Ich nehme meist. Das ist ja der Bar da, im Prinzip. Ich mache eine Flasche. Ja.
Flasche Schnaps, eine Flasche Champagner können trinken. Gut, ich gehe einfach. Hast du mal etwas Neues? Da habe ich nicht dabei. Zwei Flaschen. You should always try to mix something in every interview. Jetzt werde ich das Reste essen. Aber ist doch schön da, oder? Nur ein Rechter soll, ein Rechter geht. Ist gut, ja. Willst du Wasser? Nein. Kein Wasser. Ja, ja. Gut, zum Geburtstag ist das auch schon weit. Aber nicht mehr lang. Super ist der da. Ist ganz gut. Ja, da kannst du wirklich sagen. Sind alle am Essen, die saufen? Das sehen uns. Ja, ja. Ist es auf und nieder? Nein, wo ist es, wer ich denke. Aber die Bar gefällt mir, da gehen wir dann nochmal zwischen Dubai und München, oder? Ja, dann ist jetzt Nacht kein Flüger und gibt es nochmals Nacht. Und ich hätte mich da gerade noch ein bisschen bedient. Nächstes Mal halt wieder. Jetzt hat der einen am Bus gemietet da, einen Goldigen. Goldigen? Yes. Mal ein anständiger Sitz, gell? Katastrophaler Scheissdreck, die 777. Der Rock ist schon enger als in der Holzklasse. Der Service ist damals von Dubai her miserabel gewesen. Der schöne Herr Ilg hat sich neu angelegt. Tipptopp. Jetzt kann es Winter her. Hä? Heute ist kein Problem mit dem Blinken. Wir sind ja durch die Barriere durchgefahren. Ja, ja. Ja, das ist eine andere Temperatur als gestern. Schon verrückt, oder?